Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielevertiefung.de. Wenn ihr die Gespräche mögt, unterstützt mich doch gerne über Steady mit einem Abo. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast und das freut mich sehr, weil ich viel gemeinsame Zeit mit ihm verbracht habe, zumindest Mitte der 90er. Es ist ein alter Studienkollege. Hallo Thorsten Michel. Hallo Jörg, grüß dich. Meine Güte, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Das ist eine gute Frage. Also in diesem Jahrtausend glaube ich schon nochmal. Wir waren haben uns doch mal irgendwo bei der Spielemesse, also als du auf der Spielemesse warst, getroffen hier in Essen. Genau, war das da, wo wir beim Belgier waren in Essen? Ja, genau. Und dann 1, 2, 3 Bier. Ja. Genau, das war in der Zeit. Aber du kannst dich natürlich gleich auch gerne selbst vorstellen. Für alle Zuhörer da draußen, ich habe ja ab und zu schon über die Ruhr Universität Bochum gesprochen. Kürzlich war der Sebastian Goller da, Junior Professor für Kriminologie. Und davor der Oliver Uschmann, der da als Dozent tätig ist. Und jetzt ist tatsächlich mit dem Thorsten wieder jemand da, mit dem ich Mitte bis Ende der 90er dort zusammen studiert habe. Und zwar war das, ich glaube, wir waren zusammen in der Skandinavistik und der Archäologie, ne? Genau. Und du warst schon einen Ticken weiter und hast die Archäologie als Hauptfach gehabt und da auch promoviert. Sprich, du hast deinen Doktor in der Archäologie gemacht. Genau, allerdings in Kiel. Ich habe dann da gewechselt entsprechend. Richtig. Und das war auch die Zeit, wo wir uns noch ab und zu getroffen haben, auch mit meinen Töchtern noch. Ich glaube, wir waren in dem Tierpark Wader da oben. Genau. Als ihr nach Norddeutschland gekommen seid, da haben wir uns dann da noch mal ab und zu gesehen. Da waren wir auch, irgendwann haben wir euch auch mal besucht. Ja, und tatsächlich warst du schon mal Gastautor bei 4Players und zwar im Jahr 2005. Da habe ich... Ja, lang ist's her, genau. Da habe ich irgendwann dieses Feuilleton für Spieler gegründet, das irgendwann keinen mehr interessiert hat. Aber ich habe mich sehr gefreut, da warst du zu Gast. Du hast einen Beitrag geschrieben über Rome Total War und die historischen Bezüge in diesem Strategiespiel. Und du warst im Interview bei mir über das Thema Archäologen und Spieler. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, weil ich mich auch damals noch gefreut hatte bei dem Spiel, dass es nicht so ganz blank aufgesetzt irgendwie mit Geschichte dann gearbeitet hat oder gespielt hat sozusagen, sondern dass da auch so Details drin waren, die man jetzt nicht unbedingt einfach nur weiß, wenn man ein, keine Ahnung, Timelife-Buch liest, sondern, also ganz banal gesagt, da wurden Gräberfelder aufgezählt, die eigentlich nur ein Archäologe kennt als Siedlungspunkte. Und das fand ich schon spannend. Also die haben sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt, mit der ganzen Materie. Und du hast ja tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, war die Kaiserzeit auch so ein bisschen dein Thema. Und du hast ja auch Gräberfelder aus dieser Periode, ich glaube sogar Bordesholm war das, analysiert, ne? Genau. Und Creative Assembly, die Entwickler von Rome Total War, haben tatsächlich immer recht gut recherchiert. Aber ich erinnere mich doch, dass es in deinem Gastbeitrag, glaube ich, auch eben um Beispiele ging, wo in der Unterhaltungskultur zum Beispiel die Archäologie letztlich nur recht stümperhaft hergenommen wird. Du hattest, glaube ich, den Film Gladiator erwähnt, die Bewaffnung. Ja, der ist dann, also da lacht dann der Archäologe eher über die Details, ganz blank mit dem Helm angefangen oder auch manche anderen Waffen irgendwie, die dann sehr fantasievoll waren, sagen wir mal so. Also ich finde den Film klasse, der macht Spaß, sich den anzugucken, aber man darf ihn sich eben nicht angucken mit der Maßgabe, das ist jetzt Geschichte, die da vorgestellt wird, sondern ist einfach ein lustiger, spannender, interessanter Film. Ja. Mit schönen Bildern letztlich auch. Also ich mag die Szene, wie er da mit der Hand über das Getreide zum Beispiel streicht. Das finde ich super. Die Szene werde ich, glaube ich, nie vergessen. Jetzt ist das ja 20 Jahre her, dass wir beide über dieses Thema Spiele, Videospiele und Archäologie und Geschichte gesprochen haben. Und damals war das noch gar nicht, war gar nicht daran zu denken, dass das mal in der Schule zum Beispiel in Form des Unterrichts thematisiert wird. Also dass man irgendein Spiel nimmt. Ich erinnere mich noch, wir haben damals, glaube ich, auch zusammen noch Age of Empires gespielt, ne? Genau, ja. Das war so die Anfangsphasen, als man das als Multiplayer spielen konnte. Ja, und das ist so ein Spiel von den Ensemble Studios, das, glaube ich, sehr viele Archäologen tatsächlich auch nennen oder Leute, die vielleicht Geschichte studiert haben oder sowas, als Inspirationspunkt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Also für mich wäre es jetzt kein Inspirationspunkt gewesen, weil ich da schon weit genug war, dass ich keinen Punkt mehr dafür gebraucht hätte. Aber ich kann es nachvollziehen, ja, das ja.
Und wir haben, glaube ich, zu der Zeit ab und zu noch zusammen gespielt, aber dann, ich verkürze das jetzt ein bisschen, haben wir uns aus den Augen verloren und du hast dann letztlich auch deinen Doktor gemacht in der Archäologie, aber das Interessante ist ja, dass du dann auch einen Roman geschrieben hast über dieses Metier und zwar Scherbenhaufen. Ja, genau. Das Ding, das keiner drucken wollte. Ich habe ihn damals gelesen und du hast dich ja dann auch ein bisschen distanziert von der Archäologie. Du bist ja eben nicht da geblieben, du bist jetzt aktuell Projektmanager, genau. In Essen, aber hast dann die Archäologie letztlich, wie soll man sagen, nicht aufgegeben, aber du hast was anderes gemacht und hast in diesem Roman auch so ein bisschen die kritische Distanz zu diesem Fach hergestellt, ne? Ja, wobei, also es klingt jetzt so ein bisschen wie nachtreten und also so habe ich das weder beim Schreiben damals für mich empfunden, noch wäre das eine Intention gewesen. Aber also da sind so ein paar Sachen sind mir dann wirklich da über die Jahre übel aufgestoßen. Also gerade was so die ja fast schon mafiösen Connections da angeht teilweise, die man da sieht. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber also was da dann teilweise gemauschelt und gemunkelt wird, irgendwie, das ja. Weiß ich nicht, das wird in anderen Fächern nicht wesentlich besser sein, aber es macht letztlich dann auch keinen Spaß, sich da so zu engagieren irgendwann. Da hatten wir damals auch eine gute Gesprächsbasis und zwar ging es um das Thema Objektivität und Subjektivität. Das betrifft ja auch die Spielepresse in den ewigen Wertungsdiskussionen und wie man eben Dinge analysiert und darstellt und das Gleiche gilt ja letztlich auch für den akademischen Betrieb, für all die Schulen und die Theorien, die aufgestellt werden. Und da hatten wir uns, glaube ich, in der Hinsicht so ein bisschen ausgetauscht, dass es ähnliche Mechanismen auf beiden Seiten manchmal sein können, ne? Die, dass die Wahrheit so ein bisschen gedreht wird oder anders, dass die Beziehung letztlich auch eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, welche Art von Wahrheit oder Objektivität letztlich publiziert wird. Das ja, und ich kann jetzt auch nicht so weit über den Teller gucken, dass ich das jetzt bei anderen Fächern großartig sagen könnte, aber damals war es auch gerade in der Archäologie sehr heiß diskutiert, wie objektiv und subjektiv man auch mit Texten umgeht. Also ich kann mich erinnern, es gab Riesendiskussionen, darf ich in einem Vorwort für meine Doktorarbeit, bei mir war das jetzt nicht so, aber bei anderen Kommilitonen weiß ich das, darf ich in dem Vorwort ich schreiben? Also darf ich sagen, ich finde das so und so. Und da haben die Leute dann seitenweise irgendwelche Argumentationsketten aufgestellt, um irgendwie erklären zu können, warum sie jetzt da ich schreiben in einem Satz. Das ist total lächerlich. Ich meine, natürlich bin ich das, der irgendwie eine Arbeit schreibt oder bin ich das, der eine These aufstellt oder versucht, sie zu argumentieren. Also das ist vollkommen albern, ja. Aber ähnlich, was dann die Subjektivität und Objektivität angeht, genau. Ich erinnere mich noch, als ich an die Universität kam, hatte ich auch so einen riesen Respekt vor all dem, vor dem ganzen akademischen Betrieb. Nicht nur, was die Architektur angeht und die Bibliotheken, wie groß das alles war, wie viel Wissen da angehäuft war. Und dann kommst du dahin als junger Mann und hast gerade mal so ein paar Dinge zu dem gelesen, was dich interessiert. Also vielleicht mal in die Edda reingeschmökert und irgendwas über Geschichte gelesen. Und dann willst du das studieren. Und da merkst du natürlich schon, dass du auf eine andere Art diskutieren und analysieren musst. Und wenn du dann ein Referat hältst oder deine erste Seminararbeit schreibst, merkst du auch recht schnell, dass du natürlich schon auch in eine gewisse Richtung hin trainiert werden sollst, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Denn das wissenschaftliche Schreiben unterscheidet sich eben von dem anderen. Aber irgendwann kommt dann auch der Punkt, wenn du diese Scheu abgeworfen hast oder wenn du so eine Routine entwickelt hast, wie soll ich sagen, dann merkt man auch, dass sie eben auch nur mit Wasser kochen und letztlich ist da manchmal mehr Schein als Sein hinter dieser akademischen Sprache. Ja, zumal es ja auch Nischen gibt. Ich kann ein ganz blankes Beispiel erzählen. Zumindest in der Regel ist es ja so, dass man sich, wenn man sich habilitieren möchte, dass man ja wirklich ein sehr oder ein Thema wirklich sehr detailliert bearbeitet, eine größere Arbeit vorstellt. Und es gab, ich nenne jetzt keine Uni, aber es gab an einer Uni, an der ich war, einen Herrn, der dann sich habilitiert hat. Und es gab damals noch die Möglichkeit, auch über ein Kumulativum, wie das hieß, sich zu habilitieren. Also sprich, dass man eben nicht nur eine Schrift einreicht, sondern ganz viele kleine Schriften, was in der Theorie auch funktioniert.
Was aber irgendwie komplett irgendwie ignoriert wurde von der Uni, das ist, dass diese Kleinschriften, und ich musste mich leider damit beschäftigen, deswegen weiß ich das ziemlich genau, diese Kleinschriften, die er veröffentlicht hat, eigentlich immer dasselbe war. Also der hat in 100 Zeitschriften immer dieselben 3-4 Seiten veröffentlicht, mit immer denselben Inhalten. Und das wurde einfach gewertet als, ja, er hat eine Habilschrift abgegeben. Das ist natürlich albern. Also es gab zumindest solche Nischen, die gibt es wahrscheinlich auch heute noch. Und insofern, ja, ist es dann auch nicht gleich letztlich. Also das macht es schwierig. Ich würde sagen, bevor wir weiter einsteigen in das Thema, vielleicht auch noch Archäologie, aber auch Spiele und natürlich all das, was du jetzt aktuell so machst, schenken wir uns noch mal was zu trinken ein, denn ich weiß, dass du was am Start hast. Genau, ich habe mir einen netten Schweizer Absinth raufgeholt. Ein Vieux Pontarlier, hoffentlich jetzt, wie gesagt, richtig ausgesprochen. Mich schon etwas länger im Schrank, muss ich zugeben, aber der ist mit Sicherheit noch sehr lecker. Ich glaube, das ist die Absinth-Premiere. Wunderbar. Im Podcast, das kann sein, ja. Ja, zumindest im Podcast. Ich öffne einen schottischen Whisky, einen Banner Heaven von den Islas. Und der heißt, Moment, alle, die da draußen einigermaßen Gälisch können oder sogar Muttersprachler sind, mögen mir verzeihen. Tochach Agar. Okay. Das klingt klingonisch. Ja, und es ist vollkommen falsch ausgesprochen. Banner Heaven bedeutet Flussmündung. Und das, was ich gerade versucht habe auszusprechen, bedeutet rauchig 2. Aha. Also gibt es auch noch ein rauchig 1 dann, oder? Richtig. Das ist so eine Abfüllung der Destillerie. Und bei meiner Kurzrecherche zu diesem Whisky habe ich herausgefunden, dass es erst die Destillerie, also dass es erst die Whiskybrennerei gab an diesem Ort und dann ein Ort darum. Also es gab vorher gar keine Siedlung. Und erst im 19. Jahrhundert, als man da den Whisky gemacht hat, hat sich dann langsam ein Ort darum gebildet. Was man ja verstehen kann. Ich meine, es riecht gut. Der Angel Share ist ja auch bekannt. Ja. Ja, dann sage ich doch mal Cheers. Ja, Cheers. Sehr lecker. Oh ja, der ist gut. Das Schlimme ist ja, ich hätte eigentlich auch ganz gerne einen Whisky getrunken, aber irgendwie merke ich seit geraumer Zeit, dass ich Whisky nicht mehr gut vertrage. Soll heißen? Ich kann wirklich nur so einen Dram trinken und ich habe am nächsten Tag Kopfschmerzen. Ich weiß nicht warum. Ach so, und das ist bei allen Sorten? Ich habe jetzt mehrere versucht und also mehrere, die ich sowieso immer stehen hatte, die ich früher immer so vertragen konnte, aber irgendwie, irgendwas ist da inzwischen, wo mein Körper drauf reagiert leider. Okay. Also ich habe das tatsächlich, ich vertrage Whisky richtig gut. Es gibt aber so vielleicht so 1-2 Sorten, wo ich das dann merke. Aber bisher, aber was man sich so einbildet, ne, was man so verträgt, ist auch mal so eine Sache. Vielleicht sind es ja auch dann noch andere Aspekte, die ich dann nur einfach nicht wahrnehme. Ich weiß es ja nicht. Aber wir kommen noch mal auf Schottland zu sprechen, denn da gibt es tatsächlich auch einen Bezug in deiner Vita und auch in deiner Eigenschaft als Schriftsteller, als Autor. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch einmal in dieser Zeit bleiben, in der Archäologie. Du hast also promoviert, du hast Gräberfelder analysiert, du warst so richtig drin in diesem Betrieb, da erinnere ich mich noch daran. Und wieso hast du dann einen anderen Weg eingeschlagen? Warum bist du nicht in der Archäologie geblieben? Also in der Hauptsache tatsächlich, weil die Stellen, die sowieso schon ziemlich rar gesät sind, dann auch noch in dem Bereich, in dem ich vor allen Dingen gearbeitet habe, noch weiter runtergekürzt wurden. Und ich habe mich dann ein paar Jahre mit Projektarbeiten irgendwie da rumgeschlagen und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, das wird nichts mehr, das hat keinen Zweck und habe dann wirklich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und das war ja auch der Grund, warum ich es gar nicht erst versucht hatte, im Bereich Geschichte jetzt vielleicht oder Skandinavistik, weil mir da auch von nahezu allen Leuten gesagt worden ist, dass man bis zur Promotion kommt, okay, da wirst du noch unterstützt, weil du ja auch im Grunde noch keine Stelle dann hast, vielleicht als Hilfskraft, aber danach ist Ende Gelände, vor allem in Deutschland in diesem Bereich. Ja, und ich war dann auch schon Vater und habe mich dann letztlich auch nach dem Magister beworben in allen möglichen Bereichen. Und so bin ich dann da reingerutscht in die Spielepresse und aktuell bist du Projektmanager in Essen, ne? Ja, ich wohne in Essen, arbeite in Düsseldorf, allerdings hauptsächlich im Homeoffice seit Corona, muss man sagen. Was gerade für die Familiensituation sehr viele Vorteile hat, wenn man ein kleines Kind hat. Ja, und
ich brauche da jetzt gar nicht so viel im Detail einzugehen. Also es waren noch ziemliche Umwege, sowieso wie ich da hingekommen bin, auch im gesamten Werbebereich mit zig verschiedenen Steps über die Karriereleiter. Und also in Hauptsache betreue ich heute eine Reihe von recht großen Websites, sagen wir mal so. Ja. Und hast du eigentlich gemerkt, du bist ja jetzt im Grunde vom Ruhrgebiet in den Norden, Hamburg, Schleswig-Holstein, dann wieder zurück. Vermutlich habe ich einige Punkte vergessen. Hast du eine Veränderung bemerkt in Essen und Umgebung? Hast du irgendwie ja gespürt, dass sich da etwas in der, wie soll ich sagen, dass sich da was getan hat in all der Zeit, wo du nicht da warst? Ja, tatsächlich. Auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe, als ich dann aus Schleswig-Holstein wieder nach Essen gezogen bin, bin ich lustigerweise in das Viertel gezogen, in dem ich aufgewachsen bin, ein paar Straßen weiter auch nur. Und habe insofern wirklich sehr direkten Vergleich auch. Und dieses Viertel ist dermaßen gentrifiziert in dieser Zeit. Das ist, und das läuft immer noch weiter, das ist das Schlimme. Das ist echt schon teilweise unangenehm wird einfach. Und man merkt da, dass auch sehr, also im Prinzip die Alteingesessenen sind fast alle weg. Die werden da weggedrückt, auch von den Mieten natürlich weggedrückt. Irgendwie, ich weiß nicht, wo die alle hinziehen, keine Ahnung, aber sind jedenfalls kaum noch in dem Viertel. Und es gibt so einen ganz bestimmten Klang des I's, den ich mit Sicherheit auch drauf habe. Da höre ich so ein bisschen den Dialekt auch in meinem Viertel raus. Und wenn ich irgendwie mal, was leider sowieso noch selten der Fall ist, aber wenn ich mal ab und zu noch mal in das Viertel auf den Markt gehe oder sowas und höre dann irgendwo genau diesen I-Klang, dass ich weiß, ah, das ist jemand, der wirklich genau aus diesem Viertel noch kommt, dann freue ich mich immer. Aber es ist sehr selten geworden. Ja. War das in der Nähe von Rüttenscheid? Oder? Genau, Rüttenscheid selbst, ja. Ja, da habe ich ja tatsächlich mal ein Praktikum gemacht während des Studiums auch in der, bei Nordist, das ist Nordeuropa-Magazin. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nee, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber das war in der Straße sogar, in der ich dann nachher gewohnt habe. Tatsächlich? Ja. Ja. Und da war nämlich auch ein Fantasy-Laden, in dem ich immer gerne war. Science Fiction und Fantasy in Essen, in Rüttenscheid. Da bin ich immer ausgestiegen. Wo war der denn? Oh Gott. Bahnhof raus und dann war es eigentlich nur noch ein paar Minuten. Aber das war in den 90ern, ne? Ja, sagt mir aber gerade gar nichts. Aber gut, ich bin auch zugegebenerweise nicht so wirklich auf der Fantasy-Schiene mal abgebogen. Ja, der hieß Science Fiction und Fantasy und der hatte in Bochum, glaube ich, auch einen Ableger. Aber ja, da bin ich jetzt auch nicht mehr so ganz firm, weil Essen habe ich dann nur noch besucht für die Spiel, also für die Brettspielmesse. Ja. Und da habe ich, ja, mein Gott, Hauptbahnhof und Co. und Zentrum, da habe ich schon gemerkt, dass es da irgendwie anders ist. Also, aber das, manchmal bildet man sich das auch nur so ein, weil letztlich ähneln sich die ganzen Innenstädte mit all den Geschäften, die es da halt so gibt, ne? Auch alle. Aber trotzdem war es irgendwie nicht mehr so gemütlich. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur älter geworden. Ja, wobei man auch sagen muss, die Innenstadt ist auch wirklich, da werden jetzt die Leute lachen, die Essen nicht kennen, aber die Innenstadt ist wirklich hässlich geworden. Also es ist ja viel zu viel Leerstand. Wenn irgendwo mal ein Laden rausgeht, dann kommt garantiert irgendein Schund- und Schrottladen da rein. Und von den ganzen alten, richtig schönen klassischen Läden, die sind alle weg. Deswegen, weiß ich, also ich bin ungern in der Innenstadt inzwischen, was ich schlimm finde, weil ich früher wirklich sehr gerne da war. So ist es mir auch ergangen. Also wir waren da ein, zweimal in Restaurants und so weiter, aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich dort nicht mehr. Jetzt war das aber auch nicht meine Hut, so wie bei dir. Ich kam jetzt nicht direkt aus Essen. Nein, von daher hast du das wahrscheinlich da alles noch viel, kannst du das viel besser vergleichen. Ja. Aber dann bist du jetzt also wieder in deiner Heimat als Projektmanager aktiv, aber nebenbei, das klang ja schon an, schreibst du auch. Und du hast auch einen Literaturblog namens Doc Tottesfeld und ich erinnere mich noch, dass wir immer sehr, sehr viel auch über Bücher, Romane und Co. geschnackt haben damals und auch eine Zeit lang im E-Mail-Verkehr. Jetzt hast du diesen Roman Scherbenhaufen geschrieben über die Archäologie. Danach warst du auch als Co-Autor aktiv. Und hast, glaube ich, auch mit an einem Kinderbuch gearbeitet, ne? Namens Erwin, genau, der Flaminguin. Der Flaminguin, richtig. Ja. Wie bist du denn in diese schriftstellerische Tätigkeit so reingerutscht?
Oh, das war eigentlich auch über die Blogs, muss man sagen. Es gab damals mal so eine Plattform, bevor so diese Hochzeit von Facebook eigentlich losging, hier in Deutschland, die Plattform blog.de. Und ich, ehrlich gesagt, kann ich bis heute nicht wirklich sagen, warum ich da mal irgendwann angefangen habe. Habe ich jedenfalls und habe dann da ein paar Leute kennengelernt. Und unter anderem eben auch, ja, damals einfach ein Wiener Autor, der damals angefangen hatte, schon zu schreiben. Und habe mich mit dem ein bisschen angefreundet. Den besuche ich übrigens auch demnächst endlich mal wieder, seit Corona. Ich freue mich schon total drauf. Und ja, er hatte mal so eine Buchreihe angefangen, weil ihn das so ein bisschen aufgeregt hat, was Dan Brown für Bücher schreibt. Und er meinte, das kann ich auch. Ja, da sind wir ja doch wieder bei der Archäologie. Ja, in gewisser Weise schon, genau. Und hat dann, also er hat dann da eben eine Buchreihe angefangen und hat die so ein bisschen, wie er das genannt hat, unter Wikinomics-Aspekten geschrieben. Also sprich, dass er sich ganz viel Know-how von anderen Leuten reingeholt hat. Also es gab dann zum Beispiel, kann ich mich erinnern, in einem Buch einen Punkt, wo es eine Bombe mit einer Zeitschaltuhr gibt und er hatte sich dann überlegt, irgendwie, wie könnte man diese Zeitschaltuhr irgendwie ein bisschen verlangsamen? Würde das nicht mit dem Feuerlöscher funktionieren, wenn er das eben runterkühlt, weil dann eben weniger Strom fließt, und hat dann solche Experimente auch gemacht und tatsächlich, es funktioniert. Zwar nur im kleineren Maßstab, aber so ein bisschen funktioniert es tatsächlich. Und das hat er mit ganz vielen Aspekten gemacht. Also viele Sachen, die er sich ausgedacht hat, hat er überlegt, irgendwie, wen frage ich jetzt, um rauszukriegen, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Und mich hat er dann damals auch dann eben im Prinzip angequatscht zum Thema Archäologie, natürlich naheliegend, weil er dann da so ein paar Sachen wissen wollte, einfach, wie kann es sein, wie funktioniert das, warum ist das so, oder gibt es das, gab es das? Ja, und so sind wir irgendwann zusammengekommen. Und irgendwann nach dieser Buchreihe hatte er dann eben auch die Idee noch zu einem Science-Fiction-Roman erst, Rote Elemente, hat da aber auch aus Zeitgründen gesagt, weil er parallel noch andere Bücher auch geschrieben hat, dass er das nur machen würde mit Co-Autoren, und hatte dann eben eine liebe Freundin aus Egelsbach bei Frankfurt angefragt und mich angefragt, dass wir zusammen daran arbeiten. Und so fing das eigentlich an. Und dann haben wir später nochmal zwei Bänder irgendwie ja unter ähnlichen Aspekten geschrieben. Also sprich, er als Hauptautor quasi und wir zwei als Co-Autoren, die dann entweder Ideen zugeliefert haben oder auch recherchiert haben, unter Kontakte hergestellt haben. Und da ging es dann um die ja, im Prinzip um die E-Mobilität. Zu Zeiten, als Tesla noch extrem exotisch war. Ich will es mal so sagen. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Das eine, wie hat man sich das in der Praxis vorzustellen als Co-Autor? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der Wiener Autor derjenige, der die Story konzipiert, der eine Idee hat, der, wenn ich dich richtig verstanden habe, zum Beispiel so einen Thriller, so einen Mystery-Thriller à la Dan Brown oder irgendwas in Richtung Science-Fiction schreiben will, der holt sich dann, weil er das alleine nicht recherchieren möchte, kann oder warum auch immer, Hilfe, und du recherchierst dann für ihn einzelne Themen oder setzt ihr euch richtig zusammen, was den Plot angeht und die Dramaturgie? Ich überlege gerade. Ich glaube, das war bei, also zumindest bei dem Science-Fiction-Roman und auch bei dem Roman über die E-Mobilität war es gleich. Bei dem Kinderbuch war es anders, tatsächlich. Also bei den, sagen wir jetzt mal, Erwachsenen-Roman oder kann man natürlich als Jugendlicher schon lesen, so merkwürdig sind sie jetzt nicht, aber bei den quasi Erwachsenenromanen, da war es tatsächlich so, dass eher so die Grundidee, die man in einem Satz zusammenfassen kann für ein Buch, die kam dann von ihm. Und so Ideen drumherum und auch Ideen, wo kann man jetzt vielleicht mal recherchieren, wen kann man fragen, das kam dann oft von uns, dass wir dann was vorgearbeitet haben. Also für dieses Highlands unter Strom über die E-Mobilität zum Beispiel, das Startkapitel, das habe ich im Prinzip komplett recherchiert und auch mehr oder weniger vorgeschrieben. Und er hat es natürlich, damit es in einem Fluss danach ist, dann für sich nochmal runtergeschrieben, dass es dann eben in einem Tonfall ist und man jetzt nicht dann solche Sprünge im Stil hat. Das ist dieser Highlands unter Strom. Deswegen hatte ich vorhin Schottland erwähnt, dass wir nochmal darauf zu sprechen kommen, weil das habe ich in der Vorrecherche, glaube ich, auch gefunden. Das ist dieser Roman, dieser Öko-Thriller, spielt Mitte der 70er in Wien. Und da fängt er an, genau. Ja. Oder da fängt er an und Terroristen stürmen die OPEC-Zentrale.
Genau, das war der Einstieg, den ich quasi geliefert habe dann. Ich glaube, damals so ein bisschen, es gab so eine sehr schöne, schön ist natürlich auch fies bei dem Thema, aber eine sehr interessante Verfilmung über den Schakal, den Carlos, der diesen Top-Terroristen aus den 70ern. Und ich glaube, die habe ich kurz vorher gesehen und mich dann da nochmal ein bisschen mit dem Thema befasst. Und als wir so diese Grundidee hatten, Ölindustrie, was hat die für Hintergründe, wo will die hin oder sowas, und ich dann da die Einflüsse und die Ideen hatte irgendwie aus dem Film und die Anstöße auch letztlich dann daraus, da habe ich dann eben mal so versucht, im Prinzip eine Art Verschwörungstheorie zu erfinden, wenn man so will. Okay, weil ich habe zwar gelacht, aber ich habe den Roman nicht gelesen. Ich weiß überhaupt nicht, ob der satirisch gefärbt ist oder ob der ernsthaft aufgezogen ist. Also der Grundtenor von dem Buch ist auf jeden Fall schon ernst. Wenn man Albert Knorr, den Hauptautor, kennt, weiß man aber auch, dass es immer mit Humor und auch dem klassischen Wiener Schmäh geschrieben ist. Also etwas, worauf ich sehr neidisch bin als Piefke. Das, gut, das ist ein anderes Thema. Das heißt, diese spezielle Art von Humor, die magst du dann schon sehr? Ja, auch. Ja, doch. Und der Albert Knorr liefert also die Hauptidee und hat sich dann als Co-Autoren unter anderem dich ins Boot geholt. Und das macht ihr jetzt schon seit ein paar Jahren dann, ne? Das haben wir früher gemacht, jetzt schon länger, ehrlich gesagt nicht. Meines Wissens hat er auch gerade kein Projekt irgendwie, was Bücher angeht, geplant. Insofern weiß ich nicht, ob da nochmal was kommt. Vielleicht macht er nochmal irgendwann was. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt im Hauptberuf Projektmanager bist, dass so nebenbei nochmal einen Roman schreiben oder selbst als Co-Autor, das ist auch ganz schön zeitaufwendig, ne? Ja, das hat schon Zeit gefressen, aber in der Zeit habe ich in Langenfeld gearbeitet. Das ist also schon ein Stückchen Fahrzeit, also auch in Essen gewohnt dann entsprechend. Und da habe ich tatsächlich die S-Bahn-Zeiten viel genutzt. Also dass ich dann morgens dann in der S-Bahn eben für mich irgendwas runtergeschrieben habe oder lektoriert habe oder auch abends auf dem Nachhauseweg. Insofern, das kriegt man schon gefüllt. Das ist nicht unmöglich. Jetzt mit Kind wäre es ein bisschen schwieriger, aber ohne Kind war das machbar. Ja. Jetzt bin ich noch den Bezug zu Schottland schuldig, denn ich habe gelesen, dass es bei diesem Öko-Thriller auch um Schottland geht, ne? Oder vertue ich mich jetzt im anderen Roman? Nee, geht's tatsächlich. Also, oder vielmehr ein Großteil der vor allem aktuellen Geschichte spielt in Schottland. Und das ist eben auch so ein, so ein Grundanspruch, den Albert den eben auch immer angebracht hat für die Recherche. Also, dass er, wenn er über irgendwelche Orte schreibt, möchte er auch wirklich da sein. Er möchte es mal gesehen haben und auch am liebsten natürlich irgendwie 100.000 Fotos gemacht haben. Deswegen war er auch für seine anderen Bücher mehrfach in Jordanien, in Rom, in der Normandie, ich weiß nicht wo, überall, auf den Kanarischen Inseln. Und dann eben waren wir auch zusammen in Schottland, um dann da zu recherchieren. Das klingt doch herrlich. Ja, das war super. Vor allen Dingen, weil man es natürlich dann auch noch finanziert kriegt darüber. Das macht es noch besser. Sprich, ihr wart für die Recherche dann zusammen da oben und seid dann mit einem Leihwagen von Ort zu Ort? Genau. Wir sind einmal eben wir sind in Edinburgh, haben wir uns getroffen und sind dann im Prinzip eine Rundreise gemacht. Leider nicht nach Islay. Das war dann noch ein bisschen zu weit vom Grundplan. Aber ansonsten eben einmal bis zur Nordspitze. Ich weiß schon nicht mal, wie die hieß. Wo der Vater, Onkel, ich weiß nicht mehr, von Stevenson da einen Leuchtturm gebaut hat. Das fällt mir jetzt auch nicht so aus der Hüfte. Aber also sozusagen das schottische Nordkap. Ich nenne es mal so. Die Schottland-Freunde werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber. Ja, das haben die schon gemacht, als ich den Whisky ausgesprochen habe. Okay. Apropos, habt ihr denn da vor Ort dann vermutlich auch, weil man kommt ja eigentlich nicht an den Brennereien vorbei da, ne? Ja, also wir haben eine auf jeden Fall besucht, die Ben Rach, Brennerei in der Speyside. Okay. Das war auch sehr spannend, muss ich sagen. Vor allen Dingen, was ich sehr faszinierend fand, wenn man so aus Deutschland kommt und immer dieses Verbot und hier darf man nicht hin und unbefugt und ich weiß nicht was. Also du kannst ja konnte damals zumindest, vielleicht geht's das Wort auch nicht mehr, aber damals konntest du im Prinzip da rein spazieren und konntest dir alles angucken, in die Lagerhallen gehen, die ganzen Fässer da sehen und da waren irgendwelche Mitarbeiter, die haben da nur irgendwie Tag gesagt auf Deutsch. Und
denen war das sonst egal, dass da Touristen einfach da komplett irgendwo rumspazieren und sich alles angucken. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch so eine ganz große Lücke in Europa. Ich war noch nie in Schottland und das, obwohl ich doch diesen Whisky so gern mag. Also da muss ich eigentlich auch noch mal hin. Und dann habe ich letztens Bilder gesehen von Edinburgh, die wirklich original aussahen wie Kulissen, wie Locations aus Bloodborne. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Leider nicht, nee. Das ist so ein ganz düsteres Souls-like im gotisch-viktorianischen Stil, also mit Horroranklängen und mit einer Architektur, die wirklich genau auf dieses düstere, bedrückende setzt. Und die Bilder aus Edinburgh, okay, es war verregnet, was da ja nicht selten der Fall ist. Es war wahrscheinlich auch Dämmerung, aber das sah fast 1:1 so aus wie diese Architektur im Spiel. Das hat mich doch wirklich stark beeindruckt. Aber da wart ihr nur kurz dann, ne, in Edinburgh? Ja, am ersten Tag und am letzten Tag. Ah, okay. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, was du meinst. Also ich habe sofort Bilder vor Augen, ohne das Spiel zu kennen. Apropos, ich hatte ja erwähnt, dass wir noch zusammen, das letzte Spiel, das wir beide zusammen gespielt haben, war tatsächlich Age of Empires, glaube ich. Und das war jetzt auch nicht so dein Hauptinteresse. Du hast auch schon immer gerne was gezockt, das weiß ich noch, auch Shooter und so. Aber das ist dann komplett so versiegt, ne, oder? Leider ja. Also ich habe noch sehr intensiv, wie hieß denn der Shooter, war das Vietcong oder so ähnlich? Diesen Vietnam-Shooter gespielt. Und da habe ich tatsächlich damals das Problem gekriegt, irgendwann mit der Hand, dass ich irgendwie, wahrscheinlich Karpaltunnel-Syndrom oder ich weiß nicht was, jetzt nicht nur vom Spielen wohlgemerkt, aber vielleicht auch begünstigt, dass ich da echt nicht mehr irgendwie gut mitspielen konnte irgendwann und bin dann rausgekommen und habe mir später nochmal da diese alte Xbox gekauft, ein bisschen was drauf rumgezockt, aber auch nicht viel und ja, irgendwann hat sich das dann erledigt. Also auch aus Zeitgründen letztlich, muss man sagen. Aber also im Moment mache ich gar nichts an irgendwelchen Video- oder Computerspielen. Ja gut, es ist, wenn da auch einfach kein Bedürfnis danach ist, was soll's auch? Ich meine, du hast genug andere Hobbys. Unter anderem eines, was wir auch teilen, was ich aber damals noch gar nicht wusste, vielleicht haben wir auch einfach nicht so richtig drüber geschnackt, das sind Comics, ne? Ja, wobei ich die damals auch ehrlich gesagt gar nicht so, das war irgendwie irgendwie eine Art Pause. Also ich weiß, als Kind habe ich Comics geliebt, als Jugendliche auch noch so gerade gelesen und dann irgendwann bin ich irgendwie rausgekommen und habe, ja, die zur Seite gelegt, zumindest die paar besseren habe ich noch irgendwie an der Seite gehabt und kaum gelesen und bin dann erst relativ spät eigentlich wieder da drauf gekommen. Und dann aber inzwischen wieder sehr versunken. Hm. Ja, das habe ich in den letzten Mails hatten wir uns ja ab und zu mal ausgetauscht über das, was wir so lesen. Und du hast da auch einen ganz anderen Schwerpunkt. Ich bin jetzt auch nicht so tief drin. Ich hatte auch verschiedene Phasen und dann war das auch mal ganz weg. Aber hier Hamburg bietet sich natürlich an. Das weißt du ja wahrscheinlich auch. Hier gibt es einfach super Comic-Shops. Also es ist einfach eine coole Stadt dafür. Und dann habe ich mich doch wieder so ein bisschen eingelesen in verschiedene Bereiche und einmal im Monat gehe ich jetzt so los und dann klapper ich ab einen Comicshop, einen Whiskyladen und einen Brettspielladen. Und das ist alles in so einem kleinen Bermuda-Dreieck. Und ich nehme auch nicht immer was mit tatsächlich. Also auch bei den Comics bin ich da schon recht wählerisch. Ich habe auch keine Reihe, die ich bis auf Saga vielleicht, wo ich dann aber auch irgendwann aufgehört habe. Aber es gibt auch nichts, wo ich jetzt, ich hatte mal ein Abo tatsächlich auch bei einer Serie von Rick Remender bei Seven to Eternity. Aber mittlerweile habe ich auch keins mehr und hol mir das, was mir gerade so gefällt. Und erst kürzlich war da eben die Comic-Version eines Spiels namens Elden Ring dabei, die ich mir dann mal zu Gemüte geführt habe. Interessant, wie setzt man das als Comic um? Boah. Ja, mit sehr viel Humor, mit sehr viel japanischem Humor. Okay. Was das ist auch dick oder sehr eingedampft dann? Also das ist, die haben schon versucht, die Story des Spiels, die auch nur so fragmentiert erzählt wird, innerhalb des Videospiels zu illustrieren und die Kerngeschichte aus der Perspektive eines Helden, dem nichts gelingen will. So fühlt man sich als Spieler eben auch in diesen sogenannten Souls-Likes, weil die recht anspruchsvoll sind und weil man oft stirbt und weil man zunächst kaum gute Waffen hat. Und aus dieser, sage ich mal,
Perspektive des Taugenichts wird dann halt dieses Epos nochmal erzählt und dem gelingt natürlich auch nicht viel und von daher ist da auch so einiges an japanischem Humor drin. Aber normalerweise mache ich einen ganz großen Bogen um Comics zu Videospielen. Da habe ich in der Vergangenheit eigentlich selten was Gutes gefunden. Das stelle ich mir aber auch sehr schwer vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, bestimmte Sachen kann man schlecht zeigen. Das ist ähnlich wie bei den, es gibt ja verschiedene Ansätze, um Lovecraft als Comic irgendwie darzustellen. Und ich weiß nur, als ich mir den ersten Comic zu Lovecraft gekauft habe, da habe ich sogar die Verkäuferin noch gefragt, geht das als Comic? Das war leider eine Verkäuferin, also von einem Buchladen, die hatte keine Ahnung von Comics, deswegen konnte sie das nicht beurteilen. Und zu Hause war ich dann sehr enttäuscht. Aber ich weiß auch, es geht. Also es gibt Ausnahmen, die schaffen das. Die prominentesten Beispiele, also Assassin's Creed und sowas alles und Mass Effect und was es da alles gab, die erreichen dann höchstens unteres Marvel-Comic-Niveau, wo das jetzt auch ein bisschen unfair ist, weil es da auch ein paar gute gab. Aber das ist auch so diese ganzen Superhelden-Geschichten. Marvel und DC, die habe ich irgendwann verlassen. Ich glaube, die einzige Figur aus diesem Bereich, zu der ich mir ab und zu an so in der Bahnhofsbuchhandlung oder so, wenn ich etwas länger unterwegs was hole, ist Wolverine. Wenn es mal so ein Einzelband gibt, aber ansonsten bin ich da auch komplett von weg. Und ja, letztlich hat sich natürlich auch das Erzählen innerhalb der Comics so wunderbar verbessert. Also teilweise sind Comics für mich auch die besseren Storyteller im Vergleich jetzt zu Filmen oder Serien. Ne? Aber da muss man eben auch auswählen. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also bei vielen Filmen, Serien hast du natürlich sehr so dieses Schema F. Also etwas, was mich auch nervt. Wenn ich von manchen Leuten höre, ich gehe in den und den Film und da muss ich nur irgendwie grob zu mitkriegen, worum es da geht und was da passiert, dann weiß ich schon, wie es ausgeht. Dann möchte ich mir diesen Film nicht angucken. Aber wenn er dann, ja, das ist auch so wirklich ja sehr eigene Aspekte oder jetzt nicht so diese Twists wie bei Scheilermann reinbringt, weil die dann auch irgendwann zu plump und zu vorhersehbar werden, dann wird es noch wieder interessant. Also, und bei Comics finde ich das ähnlich. Also wenn Comic einfach nur so von A bis Z erzählt, dann ist es auch öde. Aber wenn man wirklich vor dem Umblättern nicht weiß, was auf der nächsten Doppelseite passiert, weil man es einfach nicht vorhersagen kann, dann finde ich es einfach super spannend. Ja, und ich als Freund der Fantastik, ich weiß, das ist jetzt nicht so unbedingt dein Spezialgebiet, aber alles, was Science Fiction, Fantasy, Horror und so betrifft, kannst du natürlich in einer Comicwelt über Zeichnung auch eben dadurch, dass du bestimmte Dinge visualisierst, die großartig oder grotesk, skurril, bizarr sind, hast du natürlich so viele Möglichkeiten, das zu inszenieren, wohingegen du im Filmbereich schon in dieser Schablone bis auch an Ansprüchen. Also was ich sagen will, sowas wie The Walking Dead, was sei dann eine erfolgreiche TV-Serie wurde, das hat natürlich schon, das hat schon im Comic-Bereich halt so unfassbare Sachen gemacht, die da auch schon so in der Länge, in der Ausführlichkeit der Erzählung und so, das hätte sich normalerweise nie natürlich ein Regisseur eine TV-Serie getraut. Durch das Wissen um den Erfolg als Comic und natürlich auch durch diese ganze Welle, die durch Netflix, Amazon Prime und so dann losgetreten worden ist, hat man natürlich gesehen, dass da ein Potenzial ist, ein Interesse ist und dass man eben vielleicht auch so eine Zombie-Geschichte in gefühlt endlos erzählen kann und sich dabei eben auf die Charaktere konzentrieren. Also ich glaube, das war das erste auch prominente Beispiel, dass eine Comicvorlage wirklich so einflussreich war, letztlich auch für die Film- und Serienkultur. Das kann sein, wobei sie natürlich dann einen guten Zeitpunkt auch abgepasst haben mit den Serien. Also bevor die Serien noch zu doof waren, also was wie Lost, was dann ja irgendwann einfach nur verloren war als Idee, weil es einfach nur noch hirnrissiger wurde, war noch so in dieser Vorphase und dann ging es ja eigentlich mit den guten Serien erst los. Die dann auch in einem Stil fortsetzen konnten, wie vor, weiß ich nicht, 150 Jahren dann Balzac und Dickens eigentlich das nur in Buchform konnten. Ja, also dieses, es ist natürlich so, wenn ich jetzt an Twin Peaks denke oder sowas, oder selbst an die Serien, die ich als Kind cool fand, irgendwie die alte Robin Hood-Serie oder so,
Da gab es schon immer auch gute Ansätze, die direkt aus dem Film herauskamen. So ist es nicht. Also ich wollte den Comic jetzt auch nicht überhöhen. Aber das ist doch schon so eine Tendenz gewesen, dass man dann auch geschaut hat, hey, was gibt's da eigentlich für Autoren im Comic-Bereich? Und immer mehr von denen wurden ja dann letztlich auch im Filmbereich, in Hollywood und so engagiert, um eben auch ihre Ideen, die funktioniert haben als Zeichnung, letztlich vor die Kamera zu bringen. Was mich richtig freut, ne? Es ist auch nicht alles cool, was dann da umgesetzt wird, aber es war einfach eine schöne Tendenz, die man da so beobachten konnte. Aber sind das dann wirklich die Zeichner oder die Szenaristen? Letztlich sind es die Autoren. Also der Rick Remender zum Beispiel ist halt einer, ist ein Autor, der die Stories letztlich aufsetzt und erfindet, der zwar auch zeichnen kann und so weiter, aber das ist natürlich auch so. Ein Comic entsteht natürlich auch in Co-Produktion, mit denen die letztlich das Ganze über die Tusche visualisieren und so weiter. Aber die berühmtesten von denen oder die bekanntesten von denen, die werden dann tatsächlich auch zumindest, ist natürlich immer so eine Sache, ob du letztlich deine Geschichte lizenzierst, ob du die abgibst oder ob du selber beteiligt sein möchtest an der Produktion. Ne? Ja. Aber welche Comics sind denn so die, die du aktuell liest? Also im Moment lese ich, oder zuletzt habe ich gelesen von Hugo Pratt Four Wheeling und freue mich da schon auf den zweiten Band, weil ich einfach grundsätzlich echt sehr gerne Pratt lese, der eben genau das macht, was ich vorhin auch meinte, nicht dieses wie ein Märchen von A nach Z zu erzählen, sondern entsprechend einfach solche Wendungen drin hat, die dann auch nicht aufgesetzt sind, sondern die dann auch wirklich zur Geschichte passen, wo man also sich jetzt nicht denkt, so, oh, was soll das jetzt plötzlich wieder? Aber es ist trotzdem überraschend und man kann es nicht vorhersehen. Und ich glaube da gerade, deswegen vorhin meine Frage mit dem Szenaristen, ich glaube, dass Pratt wirklich sehr in Argentinien von Oesterheld gelernt hat, der das entsprechend, wo er das konnte, weiß ich nicht, aber der das entsprechend schon konnte. Und die haben eben in Argentinien eine ganze Zeit lang zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass Pratt das wirklich übernommen hat als Art und Weise. Siehste, danke für den Tipp. Ich kannte Pratt nämlich noch gar nicht. Und du bist da wieder richtig tief drin. Und worum geht's in dem Comic? Also in dem Comic geht's hauptsächlich um den Unabhängigkeitskrieg in den der frühen USA sozusagen. Also ist so ein bisschen wie Fenimore Cooper, wenn man so möchte, als Comic. Aber es macht einfach Spaß. Also es ist ja wirklich Abenteuer pur, was dann da passiert. Und eben trotzdem so ein bisschen verschachtelt und man muss mal hier gucken und da gucken, was da passiert und wer warum, mit wem was irgendwie nicht kann oder dann doch kann und wie die Leute dann da auftauchen. Was bei dem Band ein bisschen vor allem aus heutiger Sicht unschön ist, es wäre übertrieben zu sagen, dass er die Native Americans, wie man sie heute so schön nennt, rassistisch gestaltet. Aber es ist schon so ein bisschen, ja, also er hat einen anderen Comic, der ähnlich spielt, mal gestaltet, den Ticonderoga. Da finde ich die Native Americans besser umgesetzt. Da sind die ein bisschen nicht alle so gleich, nicht so gleich gebügelt und so. Ja, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Ja, so Stereotyp wahrscheinlich. Ja, Stereotyp trifft's am ehesten, genau, ja. Wie gesagt, ich kenne die gar nicht, die Comics. Und was ich vielleicht noch ergänzen kann zu dem Rick Remender, weil ich jetzt einfach davon ausgegangen bin, dass alle den kennen. Der Amerikaner ist eigentlich auch ein gutes Beispiel für diese Entwicklung oder Evolution innerhalb dieser Unterhaltungsform des Comics. Weil der hat auch eigentlich Marvel gemacht. Komplett, also Captain America und so weiter. Und ist dann als Autor eben mit seinen eigenen Geschichten, also vor allem die ich sehr, sehr mag, Black Science, ist eine Science Fiction mit Zeitreise und Co. Deadly Class, das ja auch verfilmt worden ist. Und damit hat er sich einen Namen gemacht und ist dann auch reingerutscht oder war als Autor auch schon immer aktiv. Und das ist in Amerika eben viel normaler als hierzulande innerhalb der Branche. Als Autor für Videospiele, unter anderem für Dead Space und für Bulletstorm. Also der hat sich, wenn man so möchte, vom Comiczeichner zum Comicautoren, zum Regisseur und Co. Weiterentwickelt und ist dann vielleicht, steht stellvertretend für diese
für diesen Boom auch oder für diese Karriere, die man machen kann, wenn man eben mit etwas anfängt, was gerade hierzulande, also Comics wurden ja hier noch viel länger belächelt als jetzt in Amerika als Erzählform. Aber Rick Remender ist da eben einer, der ja vielleicht so eine Art Vorbildfunktion oder so hat als moderner Erzähler. Und was ich von ihm eben wirklich empfehlen kann, neben Black Science, da hatte ich ein Abo, ist Seven to Eternity. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, aber das so, da mache ich jetzt eine Klammer drum. Das jetzt mal zu Rick Remender. Es gibt natürlich auch noch viele andere. Aber das ist natürlich echt spannend, dass dann jemand aus einem Medium, das dann so lange so verrufen war, dann einen Punkt findet, in dem er auf ein neues Medium springt, das dann eigentlich lange sehr verrufen war und so langsam auch in die Feuilletons einzieht. Also gute Nase, Hut ab. Also das. Ich glaube, hier in deutschen Feuilletons habe ich noch nie was gelesen von Rick Remender, obwohl ich jetzt die, ich habe Tageszeitung, Wochenzeitung auch gar nicht. Eine Zeit lang hatte ich die, als ich studiert habe, habe ich die tatsächlich noch regelmäßig gelesen. Wie sieht's da bei dir aus, so mit Süddeutsche Zeit und Co. Oder Rundschau oder? Alles überhaupt nicht mehr, nee. Also eine Zeit lang hatte ich, aber es ist schon lange, lange her, mal, ich glaube, die Rundschau abonniert, aber irgendwann bin ich dann auf Wochenzeitungen umgestiegen und im Moment lese ich mit fast schon wissenschaftlichem Vergnügen, muss man sagen, den Le Monde Diplomatique, allerdings auf Deutsch. Ich glaube, die einzige Zeitung, die ich kenne, wo auch tatsächlich Fußnoten unter den Artikeln vorkommen und wirklich regelhaft, weil es einfach mich nervt, dieses ständig irgendwelche blöden neuen Themen irgendwie dann wie eine Sau durchs Dorf zu jagen und so, also angefangen überhaupt schon dann mit Wochenzeitschriften, hast du einen viel, viel ruhigeren Ton und jetzt gerade bei der Zeitung dann auch einen ganz anderen Blick, weil die eben wirklich der Name auch dann sagt, wirklich auf die Welt gucken. Also die interessiert jetzt nicht, was in Bayern passiert, sondern die kommen dann mit spannenden Themen aus ja, vielleicht Argentinien oder aus Laos oder ich weiß nicht was. Und das finde ich einfach super spannend, wirklich. Und die heißt Le Monde Diplomatik. Genau, ja. Und die hat eine deutsche Redaktion oder wird die? Es gibt eine französische Vorlage und es gibt auch eine deutsche Redaktion, die dann teilweise, glaube ich, was von der französischen Vorlage übernimmt, übersetzt, aber meines Wissens auch selbst produziert. Und die Themen sind eher dann Außenpolitik oder? Die mehrheitlich, ja, das schon, ja. Okay, siehst du, kannte ich auch nicht. Ich habe da eigentlich auch nichts mehr abonniert und ich war als Freund der Unterhaltungskultur, sowohl Videospiele, Comics und Co., auch recht enttäuscht vom Feuilleton, gerade vom Deutschen, weil da konnte man wirklich, also weiß ich, an einer Hand abzählen, wenn da mal was empfohlen worden ist, was interessant ist. Und es war auch nie, ich hatte nie das Gefühl, dass der Feuilleton meine Generation abbildet. Jetzt bin ich 50 und habe immer noch nicht das Gefühl. Und habe, entweder liegt es daran, dass die alten Säcke, dieses konservative Establishment, das damals ja auch das Videospiel diffamiert hat, dass die einfach immer noch in den Chefredaktionen sitzen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich kenne einige freie Autoren, die auch den Feuilleton beliefern mit Videospielthemen und Co. Aber von denen höre ich dann heute noch, dass die Chefs dann sagen, ja, es ist eigentlich irrelevant. Und was will man da jetzt über die politische Dimension des Horrorspiels erzählen? Das ist doch wirklich ein Nerd-Thema, so, ne? Also, und das ist immer das, was mich an der deutschen etablierten Presse auch immer so genervt hat, dieses Rumgedünkel, dass man im Grunde entweder nur über irgendwelche Klassiker sprechen konnte oder über Wagner, ich übertreibe jetzt natürlich, oder irgendwie irgendein Buch von irgendjemandem, weiß ich auch nicht, der 1910 geboren worden ist. Aber meine Kultur, meine Generation, habe ich da nicht wirklich wiedergefunden. Ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele Stellen dann auch wirklich dann noch, ja, wie du meintest, hier mit alten Säcken besetzt sind. Denn also auch von den Leuten, die ich dann aus unserer Generation kenne, die dann eben auch teilweise nur als freie Autoren dann da ab und zu mal was zuliefern, das sind eben genau das freie Autoren. Also die sitzen alle nicht fest angestellt da. Und bei der Zeitungskrise, die du hast, glaube ich auch nicht, dass die irgendwann mal dann eine feste Anstellung kriegen werden. Früher wird das komplett weggestampft einfach als Bereich, als
Und ich finde das komplett tragisch. Ich meine, wir beide haben jetzt damals erlebt, dass es im akademischen Betrieb so ist, dass du als junger Mensch, der sich für irgendwas interessiert, der so vielleicht sogar richtig gut ist und einen frischen Impuls setzen kann in seinem Fach, dass der einfach keine Chance hat, weil entweder die Stellen besetzt sind oder weil die Mittel fehlen. Sprich, du kommst in diesen akademischen Betrieb gar nicht rein ohne Vitamin B oder Glück. Und wenn, dann wirst du schlecht bezahlt. Das ist ja das eine. Und dann hast du jetzt diesen journalistischen Betrieb, wo ich dann auch von Leuten höre, die in meinem Alter sind, die studiert sind, die richtig gut sind, die, weiß ich nicht, die sprechen mehrere Sprachen, die schreiben gute Artikel, die haben alles Mögliche vorzuweisen. Und dann werden die, zum Beispiel jetzt beim Spiegel hier in Hamburg oder so, sitzen die irgendwo auf kleinen Stellen in so einem Nebenbereich und beliefern dann einen Teilbereich einer Website mit ihren kleinen Artikeln. Und werden auch im Vergleich zu denen, die als Presseleute etabliert sind, also zu den Chefredakteuren, Ressortleitern, was es da alles gibt, die dann noch wie in den 80ern in ihren Büros da sitzen und von wegen Homeoffice und Co. das alles fremd finden. Das denkt man gar nicht. Aber wenn ich dann so die Ohren spitze und mit Leuten spreche, hier aus der Hamburger Umgebung, die eben auch Jobs suchen, gerade wenn was zu schreiben haben oder so, dann ist das schon auch eine gewisse Tragik. Ja, wie soll ich sagen, ne? Dass da so Strukturen sind, die einfach nicht aufgebrochen werden. Ja, zumal das Spannende ja ist, dass sie zwar total unter Druck sind, also ich meine, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt von den ganzen Zeitungen und Magazinen, die gehen so in die Binsen und es wird trotzdem immer schlechtere Qualität abgeliefert. Also jetzt habe ich, weil ich auch eben mal einen Abstecher im Bereich Lektorat gemacht habe, vielleicht nochmal einen anderen Blick darauf, aber wenn ich mal irgendwie bei Spiegel Online reingucke, also ich schlage immer öfter die Hände über den Kopf zusammen, weil einfach so viele Fehler da drin sind und so viel Unsinn da jetzt einfach geschrieben wird, auch was Rechtschreibung und Grammatik angeht, dass ich mich wirklich frage, guckt da kein Mensch mehr drauf? Aber ähnliches dann auch, was weiß ich, bei der Tagesschau-App. Also das zieht sich ja wirklich durch alle Bereiche durch. Das ist ja auch so eine, ja, das ist so ein Kreislauf, der natürlich nicht gut ist für die Leute, die dann ja auch froh sind, wenn sie mal den Fuß reinbekommen in so eine Redaktion. Selbst wenn es nur der Online-Bereich ist, selbst wenn sie nur einen Teilbereich an der Webseite befüllen, dann bist du da drin und dann wird von dir natürlich auch erwartet, dass du unter diesem Zeitdruck, dieser Aktualität bei den Themen, dass du ablieferst und dann kommst du in diese Redaktionskonferenzen, wo dann eben, sag ich mal, diese Elefanten aus alten Zeiten sitzen, die mit ihrer Yacht über die Ostsee tingeln oder was weiß ich. Und dann willst du dein Thema vorbringen und ich kann es mir richtig bildlich vorstellen, weil ich habe es jetzt schon von so vielen Seiten auch gehört, dass du fühlst dich auch so ohnmächtig, wenn du dann zum Beispiel mal, es ist natürlich auch ein gewisser Egoismus, ich interessiere mich natürlich für die Spielkultur im weitesten Sinne und höre dann von den Leuten, die versuchen, solche Themen anzubringen, ja, dass das doch entweder keinen interessiert oder dass das nicht relevant ist oder ja, jetzt ist das natürlich auch nicht tatsächlich nicht das, was vielleicht das Entscheidende ist an Themen. Also du hast jetzt den Le Monde Diplomatik erwähnt, da geht es wahrscheinlich um Dinge, die jetzt vielleicht politisch interessanter sind, ne, oder kulturell interessanter. Tendenziell dann, ja, oder auch wirtschaftlich interessanter. Aber ich meine, gut, das ist ja da jetzt speziell die Ausrichtung der Zeitung. Also da würde ich jetzt nicht erwarten, dass ich da eine Romanempfehlung lese, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Apropos Feuilleton Co., ich habe es verzweifelt versucht, damals bei 4Players diesen Bereich zu etablieren, war froh, dass ich aus meinem Bekanntenkreis, wie dich jetzt zum Beispiel, dass ich einfach mal Leute fragen konnte, mit welcher Perspektive sie als Archäologen eben auch auf diese Klischees blicken. Stichwort Indiana Jones und Lara Croft. Und das war damals auch ganz, ganz lustig. Also dass gerade Lara Croft hat natürlich viel dazu beigetragen, dass bestimmte Themen auch populär geworden sind. Natürlich das Videospiel als solches sowieso, aber eben auch die Archäologie. Aber ich glaube, das war auch nie so deine Lady, ne? Nicht wirklich, nee. Nee, das habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich glaube sogar wirklich nie gespielt, nur ab und zu mal zugeguckt. Ich kann mich noch an eine Grabung in Luxemburg erinnern, da war ein französischer Archäologe, der hat das sehr begeistert gespielt, hatte damals auch seinen Rechner dabei. Das gab es dann schon, ja. Ja. Aber was Literatur betrifft, haben wir uns dann auch intensiver ausgetauscht. Also Videospiele waren noch gar nicht das Thema,
wenn wir dann geschrieben haben oder uns getroffen haben, sondern tatsächlich eher Literatur. Und ich meine, wir waren schon kurz davor, die 10 besten Romane oder irgendwie sowas, unsere Top 20, 30, also jeder für sich natürlich, aufzusetzen und haben da quasi die zeitlosen Klassiker so ein bisschen diskutiert, ne? Das möchte ich nicht ausschließen. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber das kann sein, dass wir das mal diskutiert haben. Wobei ich wetten möchte, wenn wir das diskutiert haben, hätte ich wahrscheinlich heute andere Kandidaten. Ne? Ich weiß nur, du warst halt ein Experte für jemanden, den ich auch nicht kannte, und zwar Arno Schmidt. Ja, Experte ist jetzt, klingt auch ein bisschen viel. Nein, aber ich lese ihn sehr gerne, ja, das ja. Ich hatte zumindest nichts gelesen, außer zum Beispiel von Edgar Allan Poe, was ich nicht wusste, dass er es übersetzt hatte. Aber du hattest dich auch mit seiner Literatur beschäftigt. Ist das eigentlich heute noch ein Thema für dich? Lustigerweise tatsächlich wieder. Also ich habe im Studium bin ich irgendwann mal eben eingestiegen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meinen ersten Text gelesen habe in Kiel in einer Dönerbude von Schmidt. Und das muss gewesen sein, Lesen ist schrecklich, in so einem kleinen dünnen Bändchen von Haffmann, was ja. Man damals irgendwie in den typischen Antiquariaten kriegte. Ja, und dann bin ich echt versunken. Also dann habe ich habe auch eine Zeit lang gab es so eine Mailingliste, das kennt man heute gar nicht mehr, die ich mit sehr viel Interesse abonniert hatte und da täglich gelesen habe, was da die Fachexperten immer gepostet haben. Und mich entsprechend damit beschäftigt. Aber dann habe ich eine ganze Zeit lang den Faden verloren so ein bisschen und so seit ein paar Monaten steige ich wieder so ein bisschen ein, lustigerweise. Was übrigens damals von deinen Erzählungen über Arno Schmidt bei mir hängen geblieben ist bis heute, ist der Zettelkasten. Oh ja. Also dieses, ja, wie soll man sagen, sein literarisches, seine Schublade, seine sortierte, sein Artefakt, in dem er sich Notizen machte über Literatur aus aller Welt. Nicht nur Literatur aus aller Welt. Alles, was er, also auch beim Spazierengehen, was er vielleicht am See da gesehen hat oder auf den Weiden oder sonst was. Da hat er sich so eine kleine Notiz gemacht, ne? Und zack, ab in den Zettelkasten. Genau, und die hat er dann irgendwie sortiert in seine Kapitel und dann hat er daraus geschrieben. Das ist übrigens deshalb hängen geblieben, weil ich tatsächlich etwas Ähnliches angefangen habe zu machen mit Gedanken, mit irgendwelchen Dingen, die mir einfallen. Und dann habe ich so ein ähnliches Prinzip bei manchen Kritiken zu Videospielen eingesetzt, indem ich mir kleine Zettelnotizen gemacht habe zu Dingen, die mir beim Spielen eingefallen sind. Und dann habe ich die alle in so eine Box geschmissen und irgendwann sortiert, weil wenn ich schreibe, schreibe ich immer sehr mosaikhaft, fragmentarisch. Also es ist selten so, dass ich anfange und dann Einleitung, Hauptteil, Schluss. Sondern dass ich einen relevanten Gedanken irgendwie habe und den schreibe ich herum und dann nehme ich mir eine Notiz mit einem anderen Gedanken, der dann noch irgendwie angedockt werden muss. Also so arbeite ich manchmal zumindest bei Spielekritiken. Das ist ja echt spannend. Ja. Also deswegen habe ich den Zettelkasten zumindest als ein Merkmal von Arno Schmidt bis heute behalten. Ja, das ist, also dafür ist er wirklich bekannt und die stehen ja auch heute noch da. Und ich weiß, dass wir zumindest eine Zeit lang, als du Bücher noch gesammelt hast, durch die ganzen Umzüge hast du, glaube ich, dann irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt, ne? Das wäre jetzt auch übertrieben. Also ich habe einiges verkauft, gerade was Fachbücher angeht, einfach weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn man x Jahre in der Werbung ist, brauche ich kein Buch mehr über irgendein Gräberfeld in Holstein hier rumstehen zu haben. Und das war ein guter Zeitpunkt, weil man zu der Zeit auch für die Fachbücher noch ganz gutes Geld gekriegt hat, muss man sagen. Also ich habe mich irgendwie 2 oder 3 größere Kartons fertig gemacht und für den Urlaub hätte es jetzt nicht gereicht vielleicht, aber also zumindest nicht für den Großen, aber es war ganz nettes Geld. Und leider hat sich das Regal aber sehr schnell wieder gefüllt, muss man sagen. Ich konnte mich leider nicht davon trennen, auch nicht von den ganzen skandinavistischen Sachen und den aus der Unfrühgeschichte habe ich jetzt nicht so viel. Also tatsächlich nichts über einzelne Gräberfelder, aber ich glaube, ich habe noch was über die Burg Altena und solche Geschichten. Ich kann mich von denen nicht trennen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Buch verkauft habe. Es gab mal irgendeinen Fantasy-Roman, den fand ich so schrecklich. Den habe ich vertickt über eBay, aber ansonsten habe ich die alle behalten. Aber was ich vorhin angefangen hatte, wir haben beide Bücher gesammelt in der Zeit, als wir an der Uni waren. Und dann haben irgendwann, glaube ich, die Meter gezählt. So war das. Ja, das hattest du ja schon mal, glaube ich, irgendwo in einem Podcast angesprochen. Ich war mir nicht mal ganz sicher, ob wir das waren, aber irgendwie kam mir das bekannt vor. Deswegen kann das gut sein. Ja. Aber das Witzige ist, die Skandinavistikbücher, die habe ich tatsächlich auch noch. Die habe ich nicht verkauft. Ich habe eher die Archäologiebücher verkauft.
einfällt. Aber ich meine, gut, sowas wie Eddas und Sagas oder sowas, das liest man natürlich auch eher nochmal, hoffentlich irgendwann mal. Ja, ich habe es ja auch in dem Sinne tatsächlich nochmal gebrauchen können. Ich habe ja so eine Reihe gemacht über die germanische Mythologie, weil ja auch in vielen Spielen, jetzt God of War und so weiter, kam das wieder. Und ich habe gemerkt, dass die Leute das durchaus interessiert. Also, dass halt jemand, der ein Spiel zockt und da passiert irgendwas Historisches, irgendwas Mythologisches, dass da durchaus auch ein Bedarf ist, was die Hintergründe angeht. Und die Videospielentwickler, die sind da überraschend, in dem Fall zumindest, akribisch am Werk gewesen. Also die haben sich tatsächlich auch die Fachliteratur durchgelesen. Ja, ich glaube, das macht aber ja auch echt Spaß, also damit zu arbeiten. Und also ich meine, es ist ja gar nicht so plump, dass die jetzt irgendwie zu doof wären, sich irgendwie eigene Sachen einfallen zu lassen. Aber ich glaube, die haben wirklich einfach Vergnügen daran, mit dem, was es gibt, auch zu arbeiten als Baustein und da was Neues rauszuschaffen. Ja, und das ist auch so eine Entwicklung hin zu einer gewissen erzählerischen Professionalisierung. Also wo man sagen kann, in den 80ern, wenn da mal irgendein Spiel mit Wikingern oder was am Start war, dann konntest du sicher sein, die hatten entweder Hörner am Helm oder irgendwie, die haben Bier halt aus. Also das waren halt sehr viele Klischees. Und die kamen vielleicht heran an irgendeinen Hollywood-Film, der genauso schlecht recherchiert war. Aber das hat sich doch tatsächlich dann sehr entwickelt. Also Videospiele sind heutzutage, was das angeht, die stehen auch vor ganz anderen Erwartungen und müssen insofern auch dann Profis engagieren, Historiker, Archäologen, Kulturwissenschaftler, die sich damit beschäftigen und zumindest zeitweise halt diesem Team halt diesen Input geben darüber. Also das ist, das hat mich zumindest bei God of War Ragnarök sehr, sehr überrascht, wie viele Details da drin stecken. Was ich mich da gerade frage, sind das dann eigentlich Experten, die dann nur zeitweise rangeholt werden, oder ist das vielleicht analog zu mir dann, dass einfach die ganzen Quereinsteiger, die keine Stellen im Fach kriegen, jetzt irgendwo in der Spielebranche arbeiten müssen, so wie in den 80ern und 90ern die ganzen Mathematiker, die in den USA keine Stelle gekriegt haben, alle an die Börse gegangen sind. Manchmal ist das so, dass du in deinem Team jemanden hast, der halt in dem Fall Nerd ist, der sich damit komplett auskennt, der sich da einfach, das war zum Beispiel damals so bei dem ersten Baldur's Gate, das war so ein Rollenspiel, da hatten die einen, der war Programmierer, der war also gar nicht Storyteller, der war nicht Writer irgendwie, der war Programmierer bei BioWare und der hat alles gelesen, was R.A. Salvatore, der damals diese Fantasy-Romane geschrieben hat, über das Icewind Tal und so weiter, veröffentlicht hat. Und nicht nur gelesen, der konnte das teilweise wie bei Wetten, dass oder so zitieren und hat dann auch noch das ganze Regelwerk von D&D zu Hause gehabt. Und über den sind die dann damals, aber da reden wir jetzt von 1998, irgendwie 99, dazu gekommen, sich wirklich so tief in die Story reinzuknien und Details rauszuholen. Und bei Sony Santa Monica war das auch so, dass einige eben Fans waren von nordischer Mythologie. Das reicht natürlich nicht. Aber wenn du da jemanden hast im Team, der schon so, der zumindest den Unterschied kennt zwischen der Poser-Edda und der Lieder-Edda und der sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, dann bist du natürlich auch nicht so weit weg, über den dann auch zu der Literatur zu kommen und letztlich Leute zu engagieren. Und in den USA ist ganz normal, dass du dann zum Beispiel jemanden von der Uni oder so für die Zeit der Entwicklung des Spiels eben engagierst. Und der bekommt dafür natürlich auch dann Geld. Aber wenn du es richtig machst, hast du eben die Leute in deinem Team, die Storywriter, die dann in die Bibliotheken gehen und sich mit den Professoren unterhalten. Das war in dem Fall dann auch tatsächlich so. Und dementsprechend kam da auch sehr viel Interessantes raus. Ich kann mir auch vorstellen, gerade in den USA ist es ja, was die Fächerzersplitterung sozusagen angeht, glaube ich, viel eher so, dass du jetzt nicht im Sinne von so einem Generalstudium, aber viel eher noch mal in ganz viele Fächer zumindest reinschnupperst und mal irgendwie was mitkriegst. Und vielleicht hast du dann gerade in dem Bereich dann eher so einen breiteren Hintergrund, der dir zumindest so eine Grundidee mal liefert irgendwie. Was könnte man vielleicht machen, als das jetzt in Deutschland ist, weil du dich ja hier sehr schnell sehr spezialisierst musst. Ja, und die sind eben dadurch, dass heutzutage die Spielentwickler eben auch so verflochten sind, gerade bei Sony, also die PlayStation Studios, sind ja eben auch verflochten, nicht nur auf technologischer Ebene mit dem Motion Capturing, also mit dem Filmischen, sondern eben auch schon auf der Ebene der Produktion. Und
das, was die Amerikaner wirklich richtig gut können, ist eben Dinge, die unterhalten sollen, professionell aufzuziehen. Und auch bei so einer Geschichte, bei so einem Plot, sind die dann wirklich mit 100% dabei und versuchen das Ganze, da gibt's natürlich auch Unterschiede und so weiter, aber das ist schon sehr beeindruckend, wie intensiv die sich mit der Materie beschäftigen, sodass du selbst als jemand, der es studiert hat, da Dinge erkennst, die du eigentlich nur so aus Fachhauptseminar oder so, ja, in Erinnerung hast. Also das hat mich richtig gefreut und ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für die Reife des Videospiels. Und aber gut, das ist jetzt eben die eine Geschichte. Also dass die Literatur, das Erzählerische in dem Sinne innerhalb der Branche, mit der ich mich beschäftige, immer relevanter geworden ist. Auf jeden Fall, ja. Und man muss ja sagen, auch zum Glück. Also ich meine, ich habe in den wilden 80ern, frühen 90ern auch wirklich sehr viel gespielt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wie ich mir meine Disketten damals verdient habe. Ich weiß nicht, ist das noch strafbar dann nachher? Nein, egal. Ich glaube nicht. Aber wenn man sich dann da die Spiele damals angeguckt hat, ich meine, die haben unterhalten, die haben Spaß gemacht, ja, aber also bevor dann irgendwie sowas wie Manic Mansion kam, irgendwie, was gab's denn da an Storytelling? Das habe ich auch unterschätzt. Das hätte ich ansonsten auch so formuliert, aber dadurch, dass ich mich jetzt für die Geschichte der Rollenspiele auch mit den 80ern beschäftige und auch mit all dem, was ich nicht gezockt habe. Ja, okay, die Rollenspiele stechen natürlich nochmal raus und die habe ich aber damals tatsächlich nicht gespielt, das muss ich zugeben. Also insofern, das ist so ein blinder Fleck bei mir. Aber wo du recht hast, es ist natürlich eine ganz andere Ebene des Erzählens gewesen, wo viel Kopfkino dabei war und so weiter. Nur, was man eben unterschätzt, ist, dass die Leute in den 80ern auch so hin und weg davon waren. Also, dass die so begeistert waren und dass selbst in im akademischen Betrieb oder, wie soll ich sagen, dass Leute, die so ein Wizardry gespielt haben, was ich auch nicht wusste, dass sich da eben dann auch Tiefenpsychologen, Philosophen damit beschäftigt haben, was da eigentlich passiert in dem Moment, wo du deine Gruppe an 6 Abenteurern in diesen Dungeon schickst, also was da mit den Heldentypen ist, was in deinem Kopf abgeht und so. Das habe ich, als ich in den 80ern gezockt habe, alles auch gar nicht auf der Uhr gehabt. Also was dann im Grunde auf der journalistischen Ebene über diese Spiele geschrieben worden ist, ist aus heutiger Perspektive, lacht man sich wirklich kaputt. Wenn man die spielt, sieht das eben aus wie eine Excel-Tabelle mit ein paar Linien. Aber für die Leute ging damals eben auch eine Tür auf in tatsächlich ein anderes Universum, in eine andere Welt. Auf jeden Fall, ja. Das stimmt schon, ja. Wir waren ja vorhin bei der Literatur und in der Zeit, als wir uns noch so ausgetauscht haben, auch über Klassiker und Co. und über Bücher, die wir gerne lesen. Wenn du jetzt mal überlegst, was so die Romane sind, die dich am meisten beeindruckt haben, würden dir da jetzt auf Anhieb welche einfallen? Also lustigerweise stelle ich mir die Frage am ehesten immer, was würde ich, eine klassische alte Frage eigentlich, was würde ich auf die einsame Insel mitnehmen als Buch? Und ich bin da tatsächlich so dreist, dass ich das so formulieren würde, irgendwas mitzunehmen, was auch viel Lesestoff bietet. Also ich würde tatsächlich irgendwie sowas mitnehmen wie, keine Ahnung, Ulysses oder Zettels Traum oder sonst was, wo man auch einfach sehr lange mit beschäftigt ist und nicht irgendwie nur ein Buch von Kafka, das auf jeden Fall gut ist, aber ich weiß nicht, nach 2 Jahren würde man es nicht mehr lesen wollen auf der Insel, glaube ich. Zettels Traum ist von Anno Schmidt. Genau, das Hauptwerk quasi von ihm, was ich peinlicherweise auch noch nicht gelesen habe. Das gibt's doch nicht. Das steht hier in 2 Ausgaben und hart seiner Zeit. Ich habe früher immer gesagt, und das glaube ich auch immer noch, dass Bücher oft auch sind wie ein guter Wein. Die müssen auch manchmal ein bisschen stehen. Also man muss sich einfach was anlesen, was vorbereiten, bis man so weit ist, dass man das Buch dann auch lesen kann. Aber kannst du anreißen, worum es in Zettels Traum ungefähr geht? Also die Grundidee ist, eigentlich auch schon wieder verkürzt, 2 Grundideen. Die eine Grundidee ist eine Psychoanalyse von Edgar Allan Poe auf eine Art und Weise vorzustellen. Und die andere ist dann eben, dass bestimmte Figuren mit einem Poe-Übersetzer da eine bestimmte Zeit verbringen sozusagen und sich dann darüber unterhalten und darüber dann eben so diese Punkte dann da reinkommen. Okay, Ulysses, Zettels Traum. Ich habe den Ulysses, das muss ich jetzt gestehen, auch noch nicht gelesen. Oh, den habe ich sogar relativ früh im Studium gelesen, muss ich zugeben.
Ja. Und verschlungen damals. Also da war ich echt sehr begeistert. Bei mir gab es auch schon den Fall, dass Klassiker, die so sehr hoch gehandelt worden sind, bei mir gar nicht so gut wegkamen. Was natürlich immer an diesem Phänomen liegt, dass ich auch nur so ein kleiner Wurm bin, der jetzt irgendwann groß geworden ist in einer bestimmten Zeit mit bestimmten Vorlieben und für den bestimmte andere Gedankenhorizonte so fern und weit weg sind, dass er sich dann nicht mehr richtig identifizieren kann. Also bei mir war das so zum Beispiel mit Theodor Fontane und Effi Briest und sowas. Das wurde auch immer sehr hochgehängt und ich fand es sterbenslangweilig. Ja, wobei man ja schon sagen muss, das ist eigentlich eins der besseren von Fontane. Also vieles von ihm ist dagegen, könnte auch eine weiße Seite da noch stehen. Jetzt, ja, okay, es ist böse. Also so schlecht ist er auch nicht. Es gibt so ein paar nette Sachen von ihm. Es gibt ein Zitat, das ich immer gerne im Kopf habe. Ich glaube, das ist sogar aus Effi Briest. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es um Kritik geht. Und da sagt irgendein polnischer Landadeliger dann irgendwie Kritik. Ich liebe Kritik, aber gute Kritik schweigt. Das werde ich mir immer merken, diesen Satz. Ja, das ist schön. Ja, aber das waren jetzt zwei. Also Ulysses, Zettels Traum. Warten wir aber bei dem dritten bei dir noch ein bisschen. Ich überlege auch gerade. Also vermutlich, das habe ich letztens erst in meiner Flaschenpost vorgestellt, weil ich in einem Rollenspiel so in Labyrinthen versackt bin und so das Gefühl hatte, komme ich da noch mal raus? Und als ich dann die PlayStation ausgemacht hatte und mich so von der Couch wälzte, fühlte ich mich tatsächlich so, als würde ich von unter Tage nach oben kommen, aus diesem Spiel heraus. Und habe mir überlegt, wann hatte ich dieses Gefühl mal in der Literatur? Und das war tatsächlich bei Das Haus, House of Leaves, von dem Mark Danielewski, amerikanischer Autor. Ja. Das hat mich auch damals schwer beeindruckt. Also ich glaube, das kam Anfang der 2000er raus. Und da geht es darum, dass so ein Dokumentarfilmer zieht sich zurück, hat Probleme in seiner Beziehung und mietet mit seiner Familie, seiner Frau so ein Haus an und will eben über diesen Neuanfang einen Film drehen, lädt auch Freunde ein und so weiter. Und plötzlich entdeckt er in diesem Haus einen Schacht. Ist doch, glaube ich, eine Tür, die dann irgendwie in der Wand ist, oder nicht? Oder sogar eine Tür, ja. Und dahinter ist dann der Schacht, genau, ja. Richtig, ja. Richtig. Und dann entwickelt sich aus dieser recht banalen Geschichte am Anfang ein bizarres Abenteuer, in dem er versucht, mit seinen Freunden und so weiter natürlich zu erkunden, wohin führt dieser Schacht. Und dann wird das Ganze immer surrealer, weil sie messen das dann aus und es geht immer weiter rein und es ist kein Ende in Sicht und das Ganze bekommt so einen unheimlichen Touch, so eine Atmosphäre des Übersinnlichen, die aber immer durch zwei Sachen, einmal durch dieses naturwissenschaftliche Denken der Protagonisten, er ist Dokumentarfilmer, er geht da mit einer Kamera rein und so weiter und gleichzeitig hat dieses Buch eben die von dir erwähnten Fußnoten. Ja. Und zwar von Anfang an. Und dann zwei Erzählebenen. Also sprich, da ist noch jemand anderes, der über Dinge redet, die vielleicht damit zu tun haben. Aber bevor ich das jetzt verkompliziere, das ist im Grunde ein sehr akademischer Stephen King. Es ist vielleicht auch etwas schwierig zu lesen, weil es diese verschiedenen Ebenen hat, mit denen man sich beschäftigen muss. Also es ist wie ein Puzzle, wie ein Mosaik. Und wie so ein Labyrinth, das man nicht sofort durchschauen kann. Das hat mich doch sehr beeindruckt. Aber es ist schwer zu lesen, tatsächlich. Ja, wobei er aber ja auch in gewisser Hinsicht ja auch unterstützt dabei. Also er arbeitet ja auch, vieles hat er, oder wenn nicht alles sogar, hat er ja im Original auch selbst gesetzt und als PDF irgendwie dann auch, ich glaube, angeblich früher auf irgendeinem FTP-Server zur Verfügung gestellt und dann auf Visitenkarten in Bibliotheken verteilt. Ach, du hast es auch gelesen. Ja, und jetzt freue ich mich mal, dass ich offenbar noch eine Erinnerung habe, an die du dich nicht mehr erinnerst. Ich habe dir das damals mal irgendwann empfohlen, mit einer kleinen Leseprobe und dann hast du es gelesen und mir nochmal empfohlen und danach habe ich es erst gelesen. Okay. Deswegen ist mir das auch noch gut in Erinnerung. Aber ja, stimmt, das Buch hat mich auch sehr beeindruckt und das habe ich auch heute immer noch sehr als Beispiel
für einen guten Buchsatz, weil er auch einfach eben damit spielt. Wenn es einfach spannend ist, dass dann ganz wenig Text nur auf den Seiten steht und man ganz schnell rumblättert und das macht es einfach nur noch spannender. Das habe ich auch geliebt. Also, dass er visuell, also mit Schriftsatz und Co. und mit Farben spielt. Also, genau. Aber was mir Danielewski, glaube ich, echt ein bisschen vermiest hat, er hat danach nochmal ein Buch geschrieben, wo es um so zwei Teenager geht. Das 100-Jahre-Schwert? Nee, das heißt anders, glaube ich, irgendwie mit zwei Teenagern. Und das Buch ist so aufgebaut, dass man es von vorne und von hinten lesen kann und auch soll. Also die Entschuldigung, ich meinte übrigens das 50-Jahre-Schwert. Das. Ja, das ist das aber trotzdem, glaube ich, nicht. Okay. Only Revolutions? Ja, genau. Das habe ich nicht. Da war ich kurz davor, mir das zu holen. Mach's nicht. Also das fand ich so doof. Ich fand die Idee super. Die Idee fand ich klasse, aber es funktioniert nicht. Okay. Also es war ein spannendes Experiment, aber es ist gescheitert und seitdem mag ich Danielewski nicht mehr. Weil irgendwie, ja. Weiß ich nicht, es ist eigentlich gemein, dass ich ihn damit dann oder deswegen bestrafe, aber das hat mir echt viel vermiest an der Freude, die ich vorher beim House of Leaves hatte. Dann ignoriere ich das einfach. Ich habe es auch gar nicht und mache da einfach erstmal eine Klammer drum. Aber das wäre so etwas, was zumindest in markanter Erinnerung ist und wo ich für die Insel zumindest wüsste, ich könnte das nicht in einem Rutsch durchlesen und verstehen auf einmal. Und dann würde ich tatsächlich etwas Kürzeres, was ich aber mehrfach gelesen habe, ist Hunger von Knut Hamsun. Und da weiß ich, dass du den auch magst. Oh ja, das stimmt. Das war sogar, da habe ich noch eine ganz besondere Beziehung zu. Das war meine erste Vorlesung in der Skandinavistik, Knut Hamsun. Und in der Zeit habe ich, also so habe ich sowieso allgemein super viel gelesen in der Zeit, aber da habe ich auch super viel Hamsun dann gelesen. Und das ist auch sehr, sehr hoch angesiedelt immer noch, das Buch bei mir. Also für alle, die damit jetzt gar nichts anfangen können, warum ich das Buch so liebe, ist, weil es mich auf eine gewisse Art erinnert auch an diese Ängste, Zwänge, an diese Zeit, wo man eben als Student, als jemand, der Nebenjobs macht oder so, der vielleicht eine Familie gründen will, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn wirklich alles wichtig ist, jede Einnahme, die man hat und so weiter. Aber das ist nichts gegen die existenzielle Angst, die halt der Protagonist dort hat, der eben im Grunde schreibt, um den nächsten Tag zu überleben. Also der wirklich in die Redaktion geht und sich anbietet und der von seiner Socke quasi bis zum nächsten Bier muss der eben mit Text arbeiten. Der muss halt überleben in dieser Zeit durch seine schriftstellerische Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig gut beschrieben habe, aber dieser Realismus innerhalb dieser Geschichte, auch diese Dringlichkeit in der der will ja auch leben, der will ja auch eine Beziehung führen und so weiter, aber kann das natürlich nicht. Also wenn er einer Frau nichts bieten kann und das steckt da alles so drin. Oder wüsstest du noch, was dich jetzt besonders fasziniert hat? Ja, im Prinzip eigentlich der ganze Aufbau und auch das Wissen darum. Ich meine, es ist ja nicht voll autobiografisch in dem Sinne, dass er wirklich nicht zu beißen hatte, um dann entsprechend schreiben zu können, sondern er hat ja experimentiert selber. Mhm. Und nicht nur er, das haben auch andere Autoren in der Zeit gemacht, dass sie wirklich dann tagelang nichts gegessen haben, weil es angeblich ja auch sogar irgendwelche haschähnliche Rauschzustände erzeugen soll. Aber solche Experimente sind dann da eben auch mit eingeflossen und du hast trotzdem gerade in dem Buch auch sehr viele tiefere Ebenen drin, die du gar nicht unbedingt so als ja, Otto-Normalleser dann irgendwie wahrnimmst, also dass da auch bestimmte Ödipus-Bilder eigentlich mitschwingen und drin vorkommen. Also da steckt einfach echt viel drin. Und das, obwohl es eigentlich ein relativ kurzer Text ist, ja. Ja, und dann die Sprache, die ich sehr mag. Also Hamsun schreibt da, der Stil gefällt mir richtig gut. Und ich erinnere mich noch, dass ich es meiner Tochter empfohlen hatte, die jetzt gar nichts mit Skandinavistik zu tun hat und mit Klassikern, die da eigentlich immer eine Scheu vor hat. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, über was wir uns unterhalten haben. Aber ich hatte ihr Hamsun Hunger empfohlen und war sehr gespannt. Also ich habe ja auch nicht gesagt, das ist großartig, das muss man kennen oder irgendwas, sondern einfach nur,
Lies das doch mal hier im Regal, gebe ich dir mal mit, weil es ist so ein kleiner Band letztlich. Es ist ein relativ kurzer, es ist eine kurze Geschichte. Und sie hat das mitgenommen und es hat mich unheimlich gefreut, dass ihr das tatsächlich auch so richtig gut gefallen hat. Also hat das doch eine gewisse, auch sprachlich eine gewisse zeitlose Qualität, ne? Das würde ich auch sagen, auch ja. Also ich könnte jetzt gar nicht unbedingt sagen, was mich sprachlich auch bei Hamsun ansonsten so gefesselt hat. Oft ist es, was ich bei ihm spannend finde, ist so dieser Hauptdarsteller, der so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch so anti ist und eigen irgendwie, das weiß ich nicht, das spiegelt mich vielleicht auch irgendwie wieder, ich weiß es nicht. Aber ja, er kritisiert natürlich, aber was mich immer als trotziger Westfale, was mich dann immer gefallen, er kritisiert natürlich auch das Establishment damit. Es ist auch eine Form von Gesellschaftskritik, obwohl es eigentlich auch eine Perspektive aus seinem Inneren ist, als es aus seiner, aus seinem Überlebenswillen, seiner Verzweiflung, er muss sich in dieser Welt behaupten. Also das ist natürlich auch letztlich eine Form von Heldengeschichte, ne? Auf jeden Fall, ja. Und da ist er natürlich auch an so einem Punkt, wo er ja mit der ganzen Garde der gleichaltrigen Autoren ja dann nochmal so eine kleine Revolution da quasi startet. Also es gibt ja sogar, da kann ich mich auch noch aus der Vorlesung dran erinnern, es gab eine Szene, wo er den Ibsen mal vorgeworfen hat. Ich glaube sogar irgendwie live irgendwo auf der Bühne oder irgendwie in einem Theater oder wie auch immer, dass man eben nicht gleichzeitig revolutionär sein kann und seine Hafersuppe essen kann. da sticht Hamsun dann eben schon auch raus. Auf eine andere Weise noch als jetzt im skandinavischen Bereich Strindberg, der ja dann auch ähnlich ist von der Zeit, aber er sticht auf jeden Fall raus, ja, doch. Ja, also das ist aus der Zeit, in der ich Skandinavistik studiert habe und mich ein bisschen auch mit moderner Literatur beschäftigt habe, war nicht so intensiv tatsächlich. Da ist dieses Buch von Hamsun Hunger hängen geblieben. Vielleicht auch, weil es durch den journalistischen Beruf, den der Protagonist da ja einnimmt, auch so ein biografischer Bezug ist, weil man sich da so ein bisschen mit identifizieren kann und auch beim Lesen merkt, mein Gott, du hast es ja schon angedeutet, er experimentiert, er übertreibt. Also in seinem echten Leben war es nicht so schlimm. Aber innerhalb der Realität dieses Romans ist das natürlich so, dass er da auf dieser existenziellen Ebene so übertreibt, dass es eben auch spannend dadurch ist. Wobei du jetzt mal ein spannendes Stichwort auch genommen hast mit dem Thema Übertreiben, weil das ja auch was ist, was seine Helden auch in anderen Büchern fast alle immer machen, ne? Immer dieses ganz exzessive Übertreiben von allem Möglichen. Ja. Also das macht er hier eigentlich dann sozusagen komplett in Buchform, ja? So habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber das stimmt schon. Obwohl ich da auch wieder so bin, dass ich die Vielfalt brauche. Also ich bin jetzt auch kein Hamsun, wie soll man sagen, Sammler in dem Sinne. Ich habe die anderen Sachen von ihm auch gelesen, aber nichts ist so hängen geblieben wie das. Und ich habe da auch gern unterschiedliche Stile und so weiter. Und für die Insel, also wenn es jetzt um was Drittes geht, würde ich vielleicht, obwohl das ist jetzt auch was Drittes, ne? Das ist jetzt auch, also wenn es um den Stil geht, um die Sprache, hätte ich tatsächlich noch einen Russen, der mir letztens richtig gut gefallen hat. Da habe ich jetzt zumindest eine Ahnung. Fängt er mit D an? Mit D? Nee, das ist der, den ich eigentlich, ich weiß warum du es, also Dostojewski liebe ich total. Der ist fantastisch. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also Schuld und Sühne ist ein klasse Roman, in dem auch sehr viel steckt, was ich so stilistisch mag, aber stilistisch noch besser, also rein sprachlich, finde ich tatsächlich Turgenev. Und zwar, den hatte ich gar nicht auf der Uhr und der hat eine Geschichtenerzählung über das 19. Jahrhundert und die heißt Aufzeichnung eines Jägers. Und das ist überhaupt nicht so bedeutungsschwanger wie Dostojewski, also psychologisch auch auf einer anderen Ebene. Allerdings wurde er für diese Aufzeichnung eines Jägers tatsächlich auch meines Wissens inhaftiert. Im zaristischen Russland, denn es geht um die Leibeigenen innerhalb dieser bäuerlichen Gemeinschaften in so einem Bereich. Aber was, das ist im Grunde dieses Politische, das ist das Interessante an den Erzählungen. Das ist nicht so offensichtlich, natürlich aus guten Gründen, weil er um die Zensur wusste,
Wenn man das jetzt liest, ist aber seine Sprache das Besondere, also dieses, wie er zum Beispiel einen Sonnenaufgang oder eine Stimmung, eine Situation in einem Wald beschreibt, wenn er da unterwegs ist, ganz allein in der Stille, oder wie er Menschen beschreibt und ihre Gesichter, wie die aussehen. Das ist ja auch so etwas, was wirklich schwierig ist zu beschreiben. Und also Turgenev ist rein sprachlich, war das für mich eigentlich die letzte Entdeckung innerhalb dieser Klassiker. Der hat mich sehr beeindruckt. Das ist auch sehr einfach zu lesen. Es ist im Grunde eine Geschichtensammlung. Mal beschreibt er so einen Landarzt, wie der jemanden besucht oder irgendwas. Der war ja auch Jäger. Aber es geht auch nicht, um das gleich vorwegzunehmen, um letztlich um die Jagd als Handwerk. Die Aufzeichnung eines Jägers ist im Grunde so eine Art Sittengemälde der ländlichen Bevölkerung Russlands so in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die Sprache, also wie er Stimmung, Menschen, Situationen beschreibt, das hat mich doch richtig fasziniert. Ich würde jetzt, es klingt jetzt plump, aber gemütlich, stimmungsvoll nennen. Turgenev muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe irgendwas mal von ihm gelesen. Das fand ich auch interessant, aber hat mich nicht komplett umgehauen, aber Turgenev finde ich immer sehr selten. Also ich bin so ein bisschen, deswegen finde ich den Titel jetzt da auch so anregend gerade. Aber das finde ich jetzt echt spannend, wie du das erzählst, weil genau das ist, was mich auch unter anderem auch bei Pratt sehr fasziniert, also bei den Comics, dass ich auch diese Stimmung, die er da mit drin hat, auch eben sehr schätze. Insofern werde ich bei Turgenev dann doch nochmal irgendwie einen Stopp machen müssen irgendwann. Aber man findet ihn irgendwie so selten. Also viele Autoren hast du dann ja immer in Buchhandlungen oder früher in Antiquariaten dann rumliegen. Und wenn man jetzt möglichst versucht, nicht bei einem großen Lieferanten aus den USA alles zu bestellen, dann doch einmal ein bisschen stöbern möchte, dann finde ich, also kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal einen Turgenev irgendwo gesehen habe. Außer den einen, den ich mir irgendwann mal gekauft habe, aber. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, ich habe irgendwas von Nabokov gelesen und dann im Klappentext hinten eine Empfehlung gehabt von Turgenev oder irgendwie sowas. So bin ich darauf gekommen. Und ich bin jetzt auch kein Experte. Ich habe sonst auch nichts von ihm. Aber das ist einfach hängen geblieben. Und wenn wir jetzt über Klassiker reden der Literatur, da ist natürlich jetzt so ein Moby Dick, den kann man mitnehmen. Ich glaube, da sind wir uns beide irgendwie einig, ne? Ja, aber da müsste ich echt noch überlegen, welche Ausgabe ich mitnehme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mal das Original versucht, bin nach 100 Seiten gescheitert. Da habe ich wirklich aufgegeben und habe mich dann an einer Übersetzung hier von Ratjen versucht, die leider meine bis dahin geltende Übersetzungstheorie über den Haufen geworfen hat. Deswegen würde ich den, glaube ich, auch nicht mitnehmen. Das heißt, du würdest welche Übersetzung empfehlen? Ich müsste mal schauen, aber auf jeden Fall eine andere. Ja, denn der Moby Dick wäre tatsächlich auch noch ein Thema gewesen hier bei Spielvertiefung. Das hat ja alles immer so ein maritimes Flair. Ich habe ja mit Jules Verne und Nemo's War angefangen. Und den Moby Dick habe ich auch schon auf der Liste, um den mal ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welcher Übersetzung ich ihn das letzte Mal gelesen habe. Und Ratjen ist eine modernere, oder? Auf jeden Fall, ja. Und er ist mit dem Ansatz eben rangegangen, ja, möglichst dicht am Original zu bleiben. Und das macht es eigentlich fast unlesbar, muss man ganz ehrlich sagen. Also bis dahin habe ich eben immer noch dafür argumentiert, ja, das ist eigentlich die bessere Art und Weise zu übersetzen. Und seitdem weiß ich, nein, das ist es nicht. Zumindest nicht in jedem Fall. Es mag Ausnahmen geben, aber da definitiv nicht. Jetzt habe ich aber frecherweise das Haus, House of Leaves genannt. Dann habe ich genannt Hunger, Knut Hamsun. Dann Aufzeichnung eines Jägers. Und jetzt bin ich schon bei Moby Dick. Aber habe da ein bisschen, also ich habe dich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Wegen der Insel. Ja, wobei Moby Dick, wie gesagt, ich wüsste noch nicht, welche Übersetzung, aber der wäre definitiv auch mit drauf. Was mir vorhin noch eingefallen ist, wo du auch Abwechslung angesprochen hast, ich würde definitiv auch mindestens einen Philip K. Dick mitnehmen und ich glaube den Jubik. Ja, super. Weil das auch einfach, also erstens nochmal super Abwechslung ist, zweitens auch Thema super geschrieben, obwohl es eben super einfach geschrieben ist. Und gerade Jubik hat so viel
da steckt eigentlich einfach tierisch viel drin. Also ich glaube, da kann man auch alle anderen Dickbücher, ich will nicht jetzt sagen, auf der Seite liegen lassen, aber wenn man Jubik kennt, dann kennt man Dick. Ja, also Philip K. Dick ist fantastisch. Ich glaube, ich habe auch fast alles von ihm. Lieb das auch. Das ist, also von dem würde ich jetzt sogar sagen, ich weiß gar nicht, ob Jubik jetzt mein Lieblingsroman ist, aber das ist auf jeden Fall einer, da hast du recht, da wird er als Schriftsteller und ja auch seine surreale Science Fiction, die wird da schon ziemlich ziemlich deutlich, ja. Ja, und letztlich, also wenn man da, ich glaube, das war eine der Anfangsszenen doch direkt mit der Tür, die nur aufgeht, wenn man sich die Werbung anguckt oder eine Münze einschmeißt. Also im Prinzip sind wir kurz davor, glaube ich. Deswegen. Ja. Das ist manchmal auch beängstigend. Ja. Und du als Projektmanager innerhalb der Werbebranche musst es wissen. Ja, leider. Wobei ich ja nicht direkt in der Werbung selbst mehr tätig bin, aber also indirekt nur noch. Aber gut. Ja. Das ja. Wobei umgekehrt, lustigerweise, gerade was dann die Werbung angeht, wo es dann ja auch nochmal um einfache Sprache geht, da war Dick für mich auch ein sehr großer Lehrer. Also ich habe eine Zeit lang auch als Texter gearbeitet und Dick war definitiv ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, es nützt nichts, total bescheuert zu schreiben. Das liest kein Mensch. Also privat kann man das gerne machen, aber um Sachen zu verkaufen, nein, das funktioniert nicht. Und das hat echt geholfen. Also sich mal zu überlegen, wie würde Dick jetzt den Text schreiben, um dann irgendwie zu einer Lösung zu kommen. Also sprich, du plädierst auch für eine einfache und klare Sprache. Es kommt drauf an, aber für bestimmte Punkte ja. Da bin ich auch ein Freund von, denn ich habe an der Uni tatsächlich bei diesem akademischen Schreiben, wir haben vorhin drüber gesprochen, da habe ich gemerkt, man verklausuliert so viel, man versteckt so viel, man tut so viel, als ob, über Fremdworte, über Formulierungen. Du kannst halt, Sprache ja auch, dient ja eigentlich der direkten Kommunikation, aber eben auch der Vernebelung. Ja, und an der Uni ist es ja auch Schwanzvergleich, muss man mal ganz blank sagen. Also, richtig. Wer kann in einem Kommentar zu einem Referat oder was mehr Fremdwörter reinbringen? Ja. Ich finde das immer so lustig, wenn man sich dann auch irgendwie Videos mal anguckt aus den späten 60ern oder frühen 70ern, wenn man irgendwie Dutschke-Reden hört. Ich meine, der Mann hat sicherlich einige ganz nette Ideen gehabt, aber diese Formulierung, also da packt man sich nur an den Kopf eigentlich. Das ist ja, und das ist auch so symptomatisch für das, was auch an den Unis dann noch weiter funktioniert und gemacht wird. Also hier zumindest. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie es im Ausland ist, aber. Es war schon so ein gewisses akademisches Posen auch zu beobachten. Und das mag ich auch nicht. Ich mag das auch nicht, wenn Leute, die irgendwo Experten sind, Fachleute sind, wenn die dann Vokabular benutzen und im Grunde mich kopfschüttelnd zurücklassen, weil ich nichts verstehe. Also das ist, und in Romanen, da reden wir jetzt noch über was ganz anderes als über Wissenschaft, wo das zumindest meinetwegen im naturwissenschaftlichen Bereich oder so einfach nicht zu vermeiden ist, dass du, wenn du jetzt in der Astrophysik tätig bist oder so, irgendwie Begriffe benutzt, die nun mal eben benutzt werden. Aber gerade bei Romanen, bei Sprache, also wenn du Leute unterhalten willst, da ist es doch, da war ich immer ein Freund von klarer Sprache, also von, weiß ich nicht, von Heinrich Heine, Martin Luther, auch Nietzsche hatte eine richtig gute, klare Sprache, finde ich, obwohl er so tiefe Gedanken da letztlich hatte für einen Philosophen. Ja, wenn man das vergleicht mit Schopenhauer oder sowas, also da ist Nietzsche definitiv lesbarer. Ja, er war im Grunde stilistisch richtig gut, ne? Ja, und es hilft dann ja auch letztlich der Sache. Also ich meine, man kann es besser lesen, man kann es besser verstehen und kann auch besser folgen, was dann da passiert. Ja, da gab es, glaube ich, auch in den 60ern oder 70ern auch im deutschen Literaturbetrieb ja so Grundsatzdebatten darüber, was denn gute Literatur ist. Und dieses, was ich bei Turgenev gefunden habe, dass Sprache eben auch Stimmung transportieren kann, mit einfachen Worten eben auch einfach Gesichter beschreiben von Leuten, da hilft dir kein Fremdwort. Da musst du über visuelle Eindrücke, Vergleiche, Metaphern kommen, die man eben sofort versteht. Und das ist etwas, was ich sehr mag, auch in der Literatur sehr schätze. Was ja oft so einen impressionistischen
Aspekt auch hat. Ne? Also ich habe mal ein lustiges Experiment damals in meinem Blog gemacht, mit der Runde, die mit der ich da immer Kontakt hatte sozusagen, mal zu überlegen, wie beschreibt man eine Tasse Kaffee? Und das war total spannend, sich anzugucken, wie, ich glaube, 20 oder 30 Leute haben da teilgenommen, wie verschieden die Menschen eine Tasse Kaffee beschreiben. Und das, also es klingt total banal eigentlich, aber es ist eigentlich super schwer, wenn man sich wirklich hinsetzt und versucht es mal einfach mit ein paar Sätzen. Ja. Und einer, den ich, weil du Philip K. Dick genannt hast, der wirklich auch ganz weit oben steht, bei mir im Science-Fiction-Regal, da ist auch Ray Bradbury einer, der mit Sprache wunderbar umgehen kann, auf eine einfache, eindringliche Art, der nie so der Romanschreiber war. Also der hat nicht diese Schinken geschrieben, aber der zum Beispiel Illustrierte Mann ist eine Geschichte von, da geht es halt darum, dass jemand, der tätowiert ist und jede kleine Zeichnung auf seinem Körper steht für eine Geschichte und darum geht es dann. Und überhaupt die Amerikaner, finde ich. Und ich meine, Mark Twain hat das auch mal relativ kritisch angemerkt, als es um das Deutsche ging und die Schriftsteller, dass sie halt doch die Tendenz zum Verkopften haben. Ja, wobei es Twain ja, glaube ich, auch ein bisschen eben um die deutsche Sprache dabei ging. Die Grammatik, ne? Ja, ja, genau. Komischen Aufbau, warum das Verb am Ende des Satzes steht und so Klamotten. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel, wo wir vorhin bei TV-Serien waren, mal schaue, was da aus Deutschland kommt, also ich weiß nicht, inwiefern du das beobachtet hast, aber das ist dann oft so, dass dieses Verkopfte doch immer noch ein Merkmal unserer Unterhaltungskultur ist. Wo ich mir dann manchmal denke, okay, klar, wir haben jetzt das House of Leaves ist jetzt auch wirklich verkopft. Mit Fußnoten, mindestens zwei Erzählebenen und so weiter. Da musst du dich richtig reinknien, um das zu verstehen. Ja, aber es ist anders verkopft, ne? Also richtig. Nicht deutsch verkopft. Ja, und genau, was ist deutsch verkopft? Also mir fällt da sofort sowas ein wie Dark auf Netflix oder die Geschichte mit dem Schiff. Na, wie hieß es? Auch eine Netflix-Serie, oder? Ja, ja. Das war quasi sowas wie Dark auf hoher See. Aber wenn du es nicht gesehen hast, ist es auch. Nee, weil ich habe eine Zeit lang mal Netflix gehabt, aber gemerkt irgendwie, dass ich zum Binge-Watchen neige und dann habe ich das gekündigt. Das war für meine geistige Gesundheit besser. Ja, ich bin auch so ein Opfer tatsächlich. Also wenn ich eine Serie habe, die mich wirklich anspricht, dann komme ich auch nicht mehr so schnell davon weg. Aber da gab es auch tatsächlich, das wollte ich damit sagen, aus Deutschland eigentlich auch fast gar nichts. Was immer noch so hoch gehypt wird, aber ich habe da auch so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit, ist hier natürlich Babylon Berlin. Ne? Aber die habe ich noch nicht gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Also den Einstieg fand ich auch interessant, aber ich fand es dann auch irgendwann, ja, ich kann ja nicht wirklich sagen, was mich daran stört. Es ist so, verkopft ist es nicht in dem Fall tatsächlich. Also Dark ist ja auch mit Zeitreise und Co. Eigentlich, ich mag solche Themen ja auch in der Literatur. Und wir haben ja Jubik erwähnt, ja. Da ist es ja auch zentral, dass du nicht genau weißt, in welcher Realität befindest du dich gerade, was geht hier eigentlich ab. Und von daher finde ich den Ansatz von Dark schon mal auch richtig lobenswert. Aber ich hatte in einem anderen Gespräch schon dieses Thema, dass die Amerikaner und warum die Amerikaner gute Erzähler sind. Und ich hatte lange Zeit keine Antwort und erst als ich mich mit der amerikanischen Geschichte ein bisschen intensiver beschäftigt hatte, habe ich mir eingebildet, zumindest zu verstehen, warum die das so gut können oder warum die das Thema Abenteuer, Erkundung und warum die da einfach, also aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie es dir geht, eben einfach eine gute Qualität haben. Ich glaube, was aber auch viel mit reinspielt, das ist einfach, du hast mindestens seit dem 19. Jahrhundert in den USA, vielleicht auch schon früher, ich weiß es gar nicht, aber mindestens seit dem 19. Jahrhundert auch einen sehr hohen Aspekt einfach der Unterhaltungsindustrie, der Unterhaltungskultur, weil es einfach Kapitalismus pur ist und wenn Unterhaltung funktionieren soll, funktioniert es nur, wenn sie sich wirklich gut verkauft. Und also das ist der Massenmarkt per se und das ist es eben schon sehr lange und auch entsprechend sehr lange geschult und das hast du hier nicht gehabt. Und es gab, wo du das ansprichst, dieses Bedürfnis, Geschichten über Abenteuer zu erzählen, die sich gerade ereignet haben. Also bei der
Besiedlung, Eroberung des Westens, da sind natürlich neue Geschichten entstanden, die es so in Europa gar nicht hätte geben können. Weil im Grunde Europa zu der Zeit letztlich, das stimmt natürlich auch nicht ganz, aber eigentlich erkundet, kartiert, entdeckt, verteilt, mit Grenzen versehen war. Da gab es gar nicht die Möglichkeit für Abenteuer dieser Art oder für Geschichten dieser Art. Letztlich gab es natürlich auch in Europa Gesetzlose und so weiter und auch Kriege und alles. Aber in Amerika hattest du eben diese Frontier. Also du hattest du diese Grenze der Zivilisation, der angeblichen Zivilisation. Und die Zeitungen in dem besiedelten Osten haben ständig darüber berichtet, was Neues passiert in diesem Grenzgebiet. Und in Europa gab es kein Grenzgebiet mehr. Das war alles schon verhandelt. Das Grenzgebiet für Europa zu der Zeit war vielleicht Afrika oder so. Oder Asien irgendwo, keine Ahnung. Ja, wobei Afrika ja dann, was dann die Erforschung, den Verkauf angeht, in Europa erst ein bisschen später stattfindet, so in diesem großen Rahmen. Also die Erforschung gerade dann vom, ja, was man ja heute auch nicht mehr sagt, von Schwarzafrika, eben diese ganzen weißen Flecken eigentlich auf der Karte, das ist nicht in der Zeit, das ist später erst. Deswegen, ja, da hast du auf jeden Fall eine Lücke. Und auch da natürlich wieder Thema Unterhaltungsindustrie. Das hat sich natürlich auch verkauft im Osten. Das hat sich übrigens auch in Europa verkauft. Zumindest in UK, meines Wissens, sind die ganzen Cowboy-Romane auch ganz gut oder Novellen auch ganz gut angekommen. Insofern, ja, klar, das ist ein schönes Thema. Und letztlich oft ja auch runtergebrochen auf die typischen Erzählmuster, die du ja auch dann, also im Prinzip kannst du es ja runterbrechen. Ich habe auch mir mit Spaß gemacht, irgendwann mal das Hildebrandslied als Western zu erzählen. Wirklich Satz für Satz. Das funktioniert, das geht. Das ja, kann man machen. Das sind keine anderen Aspekte. Im Prinzip so die mitwichtigste Lehre, die ich auch aus der Archäologie und aus der Geschichte gezogen habe, dass sich der Mensch eben auch seit Jahrtausenden nicht verändert hat. Dass das alles immer dasselbe ist. Immer dasselbe Schema. Und das ist eine schöne Überleitung, denn gerade dieser Bruderkampf oder überhaupt der Kampf, der Konflikt, der in der Völkerwanderungszeit gab es halt mehrere Grenzen sogar, von denen die anderen nichts wussten. Da war vieles unbekannt. Je nachdem, aus welcher Perspektive du dieses Europa betrachtet hast, ob du aus dem Osten kamst als Reitervolk, ob du aus Skandinavien kamst, ob du aus dem Süden kamst, aus dem Westen, ob du keltisch warst, germanisch warst, da war alles irgendwo Frontier. Es gab zig Konflikte, sowohl mit anderen Völkern als auch innerhalb der Völker. Und die Amerikaner erleben eigentlich, oder die Menschen, die nach Amerika ausgewandert sind, erleben etwas Ähnliches, also Konflikte nach außen, aber auch nach innen, mit sich selbst natürlich, die dann in den Bürgerkrieg gipfelten, auf diesem neuen Kontinent. Und da sind Geschichten, oder dass dort Geschichten entstehen über diese Abenteuer, die Konflikte. Ich glaube, das ist, ja, vielleicht ist es zwangsläufig und gleichzeitig begünstigt durch die Tradition. Also wenn man an all die Deutschen, die Iren, die Skandinavier eben denkt, die dort zunächst tonangebend waren, die brachten das ja alles auch mit irgendwie. Aber gleichzeitig konnten sie es dort nicht direkt übertragen. Sie mussten ja eine neue Geschichte erzählen. Und daraus ist natürlich dann in der Gegenwart, wenn wir jetzt Mark Twain erwähnen, da sind natürlich realistische Beschreibungen entstanden der Konflikte, die vor Ort da sind. Aber was mich eigentlich wundert, ist, dass das dann transportiert worden ist, auch in Geschichten, die damit gar nichts zu tun haben, sondern dass die amerikanischen Erzähler, ich nehme jetzt mal einfach Stephen King auf Seiten der Horrorliteratur zum Beispiel oder an George R. R. Martin im Fantasy-Bereich oder all die Science-Fiction-Autoren, die fast alle aus dem Bereich kamen, da hat sich dann durch den, eben auch durch die Professionalisierung, den Kapitalismus, dadurch, dass Stories eben auch verkauft werden konnten, hat sich halt eine starke, also Gegenwartsliteratur entwickelt, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Und ich frage mich auch gerade, inwieweit das auch wirklich für die Identifikation der Gruppe dann auch wirklich wichtig ist. Denn ich meine, schauen wir an, du hast vorhin die Deutschen, die Iren und so weiter aufgezählt, die sind ja relativ früh dann in die USA gekommen, also aus heutiger Sicht. Während du dir die
italienische Einwanderungswelle, die hat ja viel später stattgefunden. Und die Erzählung der Italiener, wer macht das denn in den letzten Jahrzehnten? Das sind dann Leute wie Scorsese, die das erzählen. Also das ist dann auch die Jetztzeit, obwohl das dann eben ein, zwei Generationen vorher erst passiert ist. Das ist auch eine ganz spannende Beobachtung, dass eigentlich die Italiener omnipräsent sind, wenn du dir die Unterhaltungskultur anschaust, also von der Pate bis hin zu was weiß ich. Die haben halt die moderne Unterhaltungskultur geprägt, gerade durch Scorsese und Co. Die Italiener sind auch etablierter Teil dieser Stories, die erzählt werden. Auch innerhalb der Filme. Auf jeden Fall, heute ja. Die Deutschen spielen keine Rolle. Obwohl sie mit den größten, also es war ja schon mal kurz davor, dass Deutsch eventuell sogar Amtssprache wird innerhalb der USA. Natürlich, ich kürze das jetzt ab, gab es zwei Weltkriege, die nicht unbedingt förderlich waren. Und gerade der erste, was ich gar nicht wusste, der erste Weltkrieg hat schon dafür gesorgt, dass Deutsche innerhalb Amerikas, also die hatten es dann richtig schwer. Ich dachte immer, der zweite Weltkrieg wäre die große Zäsur gewesen, aber es war schon der erste tatsächlich. Obwohl sie die Gesellschaft unheimlich geprägt haben und tatsächlich, und jetzt sind wir beim Klischee, aber das ist durch das Bier. Die Deutschen haben durch das Bier im Grunde auch den Westen mit erkundet, weil sie diejenigen waren, die dafür gesorgt haben, dass Bier gekühlt aus dem Osten in den Westen transportiert wird. Und ich glaube, 3 oder 4 der größten Brauereien Amerikas haben letztlich deutsche Gründer und waren die größten Arbeitgeber. Die waren sehr angesehen und die haben sich mit den Angelsachsen, mit den Engländern eigentlich auch kulturell eine Zeit lang, also vor dem Ersten Weltkrieg, gekebbelt, insofern, als dass die Deutschen dafür bekannt waren, dass sie halt mit der ganzen Familie letztlich am Wochenende, am Sonntag, Samstag oder Sonntag irgendwo ins Grüne gefahren sind und da ihr Bierchen getrunken haben. Und das war für die puritanischen, englischstämmigen Amerikaner letztlich ein No-Go tatsächlich. Das sind auch die Erzählungen, die durch die beiden Weltkriege überhaupt nicht stattfinden. Also das Ganze, wenn man so möchte, der deutsche Einfluss hat sich auch in der Literatur und im Film kaum niedergeschlagen. Aber jetzt bin ich auch kein Amerikanist. Aber das fehlt. Auch wenn du jetzt die Helden nimmst aus der Westernzeit, also Billy the Kid hat irische Wurzeln. Und wenn man das jetzt mal runterbricht, meist sind die Italiener, die Iren, das sind so die Coolen. Da hast du so die entweder die Mafiosi oder die Gangster sind oder eben, keine Ahnung. Die haben sich wirklich innerhalb der Gegenwartskultur festgesetzt. Ja, die Geschichte wird jedenfalls erzählt, genau. Die Deutschen wahrscheinlich als Obrigkeitsgläubige in den USA oder sowas, die haben einfach nur ihr Bier gebraut. Das Wir haben auch schon langsam Überlänge. Ich hoffe, ihr habt den roten Faden einigermaßen behalten. Wir beide haben ihn sicherlich irgendwann verloren, aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit Thorsten zu sprechen. Und ich sag mal, bis demnächst, Thorsten. Ja, vielen Dank. Bin ich mir sehr. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch am Ende, wie immer, lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.